Das sieht schon mal gut aus. Das sieht sehr gut aus. So. Schauen wir mal auf die Map. Jetzt ist passiert. So. Also hier war eine verteidigende und eine angreifende Partei. Verteidigende sind wieder Gruppe Adler hier mit Blue Four und die angreifende Partei ist hier Opfer. Aus 13 dB und Anrob. Fick ni en fin loadout utan det fick jag. Game start in 4 Minuten. Die sind wie gesagt die Angreifer und wir jetzt mal versuchen hier die Position von Blufa anzugreifen. Zwei Positionen gibt es hier, die zu verteidigen sind. Das ist einmal das Gebäude hier direkt vor der Kamera, dieses Gebäude hier. Und das andere ist dieses Gebäude. Das sind die Gebäude, die eingenommen werden können, in denen der Bereich wäre, um sie einzunehmen. Sieht auf jeden Fall relativ offen aus bisher, muss ich sagen. Schauen wir uns mal kurz einen Überblick, von wo genau man gut angreifen könnte. Es ist sehr, sehr offen hier tatsächlich außenrum. Wenig Deckung von den Gebäuden selbst. Also vielleicht recht schwer anzugreifen, auch schwer zu verteidigen vielleicht. Man weiß es nicht so genau. Viel Wald hier auf jeden Fall direkt dran liegend. Ansonsten viel offene Fläche und ein paar Gebäude, die der Verteidigung stehen. Das könnte relativ interessant werden auf jeden Fall. Dementsprechend schauen wir mal, würde ich sagen, wo das heute so hinführt. Wie gesagt, wiederholen nochmal 10 Minuten Delay, damit kein Stream-Sniping betrieben wird. Auch wenn ich glaube, dass alle fair play machen. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal eine Lagebesprechung. So far. Drei Teams auf jeden Fall anscheinend hier, die agieren werden. Jede Menge Fahrzeuge. Jede Menge Fahrzeuge bisher. Auch hier wird sich von ein paar Sachen getrennt, die man nicht braucht. Das ist auf jeden Fall jetzt witzig. Die reden natürlich kein Englisch hier, sondern. TeamSpeak, so wie ich habe verstanden, auf jeden Fall. Sondern eben. Schwedisch. Oh, hier wird Englisch gesprochen, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich dann gemischt. Die AKI-Insights sind horrific. Ich bin nicht sicher, warum du sie magst. Weil ich sie nicht benutze. Und das Team hier. Das ist wahrscheinlich Command und Gruppenführung, die sich hier besprechen. Würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu Blue Farm, mal gucken, ob die schon vorbereitungstechnisch irgendwie weiter sind. Fuck. Jetzt sind wir da. Gehen wir hier kurz ran. Hier ist auch wer oben. Auf jeden Fall eine Lagebesprechung. Baker ist Riffelmann, oder? Einmal hier zwei Leute, die noch rumstehen. Wahrscheinlich Special Auftrag und hier die andere Gruppe. Muss halt Disziplin herrschen. Bravo 2 kriegt 510 noch zusätzlich. Ihr braucht nicht auf der 510 sein, nur wenn ihr wollt, könnt ihr mithören. So. Alles klar. So, wenn alle Funkgeräte eingestellt sind, will ich einmal das Xivit, du gehst mit deinem Trupp. Also du kennst dich ja hier oben schon aus, ich war da beim letzten Mal. Ja, ich würde gerne, wenn es klappt, hier machen. Ja, genau, dass er hier den Bereich und vielleicht noch. Wenn immer ein paar Leute gerade gekickt, die kommen noch nicht rein. Nehmen. Liste sehen wir hier jetzt auch voll mit den Spielern. Die, ja, will zur Not. Geht vermeiden, okay. Können wir das, glaube ich, erstmal sparen. Achso, ja, ne, dann bleibt ihr hier oben. Opfer auf jeden Fall hier noch in der Vorbereitung. Alle halten sich bisher ganz ausführlich hier an die Vorbereitungszeit. Ich werde nochmal ganz kurz eben einen Twitter-Shit abgeben, Guys. Das dauert mal eben ganz kurz. Eine Sekunde. Düdeli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 del
yeah, frequencies. What's command net? So. Kommen wir zurück. Die Zeit ist um mittlerweile. Vorbereitungsphase ist somit abgeschlossen. Und wir schauen mal, was hier jetzt die Bewegung macht. Bisher Opfer anscheinend noch ein bisschen in der Vorbereitungszeit auf jeden Fall. Die trennt sich auf jeden Fall von jede Menge Kleinkram. Sehr nice. Axe wird auch abgelegt. Es geht langsam in die Gruppen zurück. Schauen wir mal zu Blue vor, was die so machen. Hier wird auf jeden Fall schon ein bisschen außerhalb gelaufen. Ja, es ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht genau, ob es schwierig anzugreifen und zu verteidigen ist. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall halt hier natürlich ein Hügel, mit dem man dann nachher gute Sicht hat, um reinzuwirken. Aber hier muss man natürlich auch erstmal durchkommen als Verteidiger. Als Angreifer. Und eben da, ja, diesen Wald, die Wald quasi erobern, um da ranzukommen. Ich glaube, hier über die Freifläche wird es, glaube ich, sehr schwierig. Ich glaube, über die Freifläche wird es sehr schwierig anzugreifen. Man hat wenig allgemeine Deckung, so ein bisschen Shit zwischendurch. Wir gehen mal so ein bisschen so in die Perspektive hier gerade vom Soldaten. Da wäre die Sicht auf jeden Fall relativ schwer, glaube ich. Und halt echt wenig Deckung auf jeden Fall. Wenn man da gespottet wird, ist es, glaube ich, relativ shitty. Deswegen glaube ich tatsächlich, wird der Angriff eher über die Nord-Nordwest-Seite laufen. Mal gucken. Blufer verteilt sich jetzt auf jeden Fall hier so ein bisschen. Und wird hier die Position einnehmen. Wir werden gleich nochmal genau reingucken, wie da die Verteilung gemacht wird. What the fuck? Jetzt geht's wieder. Oh, Opfer geht jetzt mittlerweile in die Fahrzeuge hier rein. So, das erste Fahrzeug rollt hier. Oh. Bisschen Server-Lag hier kurz. Erster Fahrzeug rollt, bewegt sich Richtung Nordwesten hier auf jeden Fall auf der Straße. Zweite läuft auch, da wird auch aufgesessen. Ja, hier sind die Linien auf jeden Fall aufgebaut hier. Hier gibt es eine Deckungsrichtung Richtung Osten momentan. Etwas geht Richtung Norden, wird noch aufgebaut. Wir haben eine Südwest-Defensive, die gebaut wird. Genau, und Anrob ist auf jeden Fall hier. Auf dem Weg jetzt Richtung Nordwesten. Die anderen stehen da noch ein bisschen rum. Ich denke mal, die könnten noch ein bisschen warten vielleicht. Gucken wir mal, wo die genau die hinfahren, hinwollen. Das andere Team bewegt sich Richtung Norden hier weg. Sind angehalten. Angehalten und schon abgesessen, okay. Sichtreichweite, glaube ich, werden sie noch nicht sein. Das sind noch 2, 3, 4, 5, 5 bis 600 Meter ungefähr, die dazwischen liegen. Das andere Team flankiert anscheinend komplett über Norden. Der Rest zieht jetzt nach. Pärchen hier auf jeden Fall schön auf. Und rücken vor. Da kommen die anderen beiden. Okay, halten hier aber auch an, gehen hier anscheinend auch in Stellung. Dann werden sie tatsächlich doch versuchen, hier von Osten anscheinend anzugreifen. Und da das, den Teil zu gewinnen. Überqueren jetzt gleich die Grenze hier. Die Truppe bewegt sich weiter vorwärts. Müssten jetzt auch bald schon in die Reichweite eigentlich kommen, um da langsam was zu sehen. Hier ist auf jeden Fall ein netter Hügel, auf den sie rauf wollen vielleicht. Eine leichte Overwatch-Position, die hier genommen werden kann. Yeah, 30 Minuten left in the round, also alles noch ziemlich entspannt von der Zeit her auf jeden Fall. AT dabei, eine MG habe ich ja vorhin auch schon gesehen, MG ist auch am Start. Und sind auf jeden Fall auf dem Weg. Gehen es doch ein bisschen in Richtung Norden. Das andere Team ist hier ganz im Norden rum. Ist hier abgesessen.
Denk mal, die werden von Norden wahrscheinlich angreifen. Hier so irgendwie lang kommen, mal gucken. Das ist eine ganze Ecke, die wir auf jeden Fall laufen müssen nachher. Die haben dann hier auch abgesessen mittlerweile. Blufer verteilt, schauen wir nochmal kurz rein, wo genau die hier sind. Haben sich hier auf jeden Fall einen schönen Wall aufgebaut, um hier die ganze Ostflanke zu sichern. Das ist das eine Team. Das andere Team ist hier vorne auch noch ein bisschen am Bauen. Auch Richtung Osten. Die werden wahrscheinlich auch schon bald Sichtkontakt haben. Ach so. Gucken auf jeden Fall ja, ziemlich in die richtige Richtung. Ein bisschen mehr Richtung Süden müssen sie noch gucken, dann könnten sie gleich schon Sichtkontakt haben. Gucken wir mal kurz, wie weit die anderen entfernt sind. Oh, holy shit. Night Vision haben wir auch kurz aktiviert. Doch ein Stück weiter weg noch. Hier ist noch ein kleiner Hügel. Den werden sie jetzt gleich erreichen. Und dann werden die wahrscheinlich schon die Binoculars auspacken. Jupp, da sind sie schon in der Hand. Yeah, visual, they're in the same place as they were last time, Jet. They have... Same place as last time, okay, ihr habt's gehört. Ihr werdet auf jeden Fall schon fleißig gespottet. Yes, we got contacts at the big barn. Same to the more leftmost buildings. Light. Wird gespottet und gesehen. Gehen wir mal hier hin. Oh, die bewegen sich noch, als wenn sie noch keine Ahnung hätten, dass da welche sind. Da wurden anscheinend noch nicht richtig gespottet. Ja, Command-Frequenz ist die 3, 1, oha, 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 oha. 4. Was ist mit dem? Ist der in-game? Ist der in-game? Joe MP ist tot. Ja, stell's mal ein, okay. Am besten mit, wenn dann Leute tot sind. Okay, nette Nebengeräusche macht er auf jeden Fall. So, werden wir mal sehen. Mal gucken, wann die Leute spotten werden. Gucken wir mal kurz auf die Map, wie sich hier der Rest bewegt. Oh, hier da oben, die sind auch schon unterwegs. Bewegen die sich hier die Straße runter. Drake in einer leichten vorgeschobenen Position hier. Die gehen auf jeden Fall momentan in Stellung und spotten hauptsächlich. Die sind auch stehen geblieben. Die Kontakte sind echt relativ nah. Ich glaube, die haben noch keine Ahnung, dass sie da sind. Sieht auf jeden Fall so aus bisher. Fleißig am Bauen hier noch. Hallo. Moin. Gut. Hallo. Gut, ich habe jetzt am Mittag mal leider die Leute im Teamspeak muten, weil die Spectator werden jetzt leider auch gehört. Dementsprechend gibt es leider keinen Ingame-Sound mehr von den Leuten, die Ingame reden. Die haben auf jeden Fall noch keine Ahnung, dass sie hier gespottet worden sind. Auch verrückt weiter stetig vor. Hier kann es auch gleich sehr interessant werden auf jeden Fall. Bin schon echt gar nicht mehr so weit von entfernt. Springen wir eben hier kurz rein. Relativ offen auf der Straße in der Position, während Blufor hier in dem Haus sich hier befindet. In dem Haus sich befindet. Und auf jeden Fall bisher in die falsche Richtung guckt. Auch glaube ich keine richtige Sicht hat in die andere Richtung. Genau. Die Sicht ist eher nur in die andere Richtung. Und die gucken momentan in die falsche Richtung. Die könnten hier vorne gleich schon... Oh, die sind schon hier mitten im Nahbereich. Aber richtig nah, ihr seht es, Guys. Holy shit. Wo sind sie, wo sind sie? Da vorne sind sie schon am Gebäude dran schon. Sehr, sehr, sehr dicht dran. Ich weiß nicht, ob sie die schon gespottet haben. Irgendwann müsste ja sonst bald schon der erste Beschuss wahrscheinlich reingehen. Und da ist er schon, da ist er schon. Da geht Beschuss schon rein. KFJ und Keys hier stark unter Beschuss jetzt hier schon. Wurden auf jeden Fall zuerst gespottet. Die ersten Schüsse gehen jetzt zurück. Oh! Da wird ordentlich Munition gerade erstmal ausgetauscht. Die haben sich von Opfer, aber die am Gebäude auch schon dran sind und sogar vorbeirücken. Oh, das wird schwer hier für KFJ und Schmerzkeks da was zu erreichen.
Sieht nicht so richtig gut aus gerade für ihn. Ordentlich Schüsse rein. Oh, oh, oh. Oh, und die ersten Granaten fliegen. Oh, oh, oh. Sonst bisher noch kein Munitionsaustausch. Oh, X-Track hier auch ganz, ganz dicht dran an dem anderen Team. Die hier, oh, das sind auch echt viele dafür. Der Rest noch relativ hart verteilt. Also es ist echt eine, ihr seht, das ist eine extreme Nordfront. Oh, die ersten Granaten fliegen. Oh, das war eine gute Granate von, entweder von Opfergarde oder von, also entweder Opfer Friendly Fire oder von Blufor. Lofer auf jeden Fall hier stark verwundet. Die wird auch von allen Seiten jetzt reingeschossen. Die Fenster komplett zerstört. KJ und Schmerzkeks, glaube ich, hier gerade. Hard under pressure. Haben auf jeden Fall genau das Richtige gemacht. Oh. Irgendwann wird der Erste aber unten reinkommen. KJ bewacht auf jeden Fall den Eingang. Ein paar Schüsse gehen durch die Wand durch. Loffer wird hier versucht zu helfen auf jeden Fall. Die wollen ihn wieder hochholen. Könnte mittlerweile aber schon stark ausgeblutet sein durch die HE. Wird jetzt gesmoked hier, oder was war das? Oh, noch eine HE. Die Tür war leider noch nicht auf, sonst hätte die, glaube ich, ziemlich hart gesessen. Ich glaube, Scanner ist sogar vielleicht mal verletzt. Hier kommt jetzt nochmal Unterdrückungsfeuer. Oh, von sehr weit weg. Und hier gehen wir mal ganz kurz zu X-Ray, der ja auch im Nahbereich ist, gegen die Opfer direkt. Oh, und auch welche ausschalten kann tatsächlich. Oh, X-Ray aber gar keine Deckung hat. Oh, halt die Kopf von X-Ray. Halt bloß den Kopf und hat aber auf jeden Fall jetzt zwei Hits gelandet. Wahrscheinlich. Einer ist aber auch schon wieder ab. Der nächste ist auch wieder ab. Da ist noch einer down. Oder hat er auf jeden Fall ordentlich aufgeräumt. Wie sieht es hier bei Schmerzkicks und KJ aus? Nicht gut auf jeden Fall. Schmerzkicks in der Zeit gefallen. Der ist stark verletzt. KJ jetzt hier noch alleine momentan unten. Boah, die HE war on point und trotzdem ist er nicht down. Holy shit. Ist er nicht mehr verletzt? Holy shit. Die hat ihn hart verletzen müssen eigentlich. Okay, Capture ja auch down, ausgefallen. Somit ist das Haus auf jeden Fall schon mal genommen von Opfer. Wir haben aber Capture und Schmerzkicks trotzdem. Oh, Friendly Fire jetzt hier. Okay. Mehr Friendly Fire als alles andere. X-Track mittlerweile hier auch ausgeschaltet. Opfer rückt weiter vor. Hat auch tatsächlich, so wie es aussieht, keine oder wenig Verluste. Zwei Leute tot sehe ich hier, drei sehe ich tot. Vier Tote anscheinend. Blufor hat natürlich auch ein paar Verluste. Ich glaube, drei müssten es sein. Wo ist X-Drake? Nee, X-Drake noch am Leben. Hat es anscheinend zurückgeschafft. Von Hem, Donkel, Schmerzkicks, KJ hier auf jeden Fall ausgefallen. 10 Minuten Delay, wupp wupp, die Vaku, yo! Ja, leider siehst du das, oder hörst das jetzt leider sehr, sehr spät. Ich habe tatsächlich keine Lust gehabt, mit zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte aber Lust, mal das mit dem Spectaten auszuprobieren. Und dementsprechend sind wir hier jetzt gerade. Gucken wir mal hier weiter an der Front, hier wird nochmal Munition auf jeden Fall ausgetauscht. Hier ist Opfer noch relativ weit entfernt. Aber Munition wird hier fleißig ausgetauscht. Ich wollte sagen, Friendly Fire hat nicht X-Drake da. Der hat sich wagemutig hier zurückbewegt, auf jeden Fall. Ein paar einzelne Schüsse, die von Blufo hier in Richtung von Opfer geht. Opfer aber aus dem Wald immer noch weiter hier fleißig am Hin- und Herschießen. Der Teil auf jeden Fall ist genommen komplett. Interessant wird sich, ob sich hier A1 rot weiter zurückhalten kann und dann irgendwann in die Flanke geht. Die sind aber auch nur zu zweit, wenn ich das richtig sehe. Oh, und wagen jetzt hier schon den Vorstoß. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar zu früh ist. MacDiot hier und Karl Baker, die auf jeden Fall hier den Flank wagen, dann komplett hinter Opfer auftauchen könnten, die aber natürlich, glaube ich, vielleicht auch mit denen rechnen, dass sie da sind. Könnte interessant werden. Da hinten wird auf jeden Fall fleißig Munition ausgetauscht. Wie gesagt, gucken wir mal nicht hin. Oh, jetzt hier. Oh, MacDiot. Deine linke Flanke. Dark Green. Sieht ihn. Schießt. Oh, keine Treffer gelandet. Oh, nice. Schön unterstützt hier von Karl Baker. Und somit ausgestaltet. Geht auf Nummer sicher. Double-tapped auf jeden Fall. Ich habe gerade schon gesehen, Opfer hält wieder recht viel aus. Einige Granaten-Hits und einige Hits, die schon abgingen und trotzdem wieder aufgestanden sind. Müssen jetzt hier aber... Oh!
Schön bewegt hier von Carl Baker, aber jetzt beide unter Druck auf jeden Fall. Positionswechsel wäre jetzt zu empfehlen auf jeden Fall, würde ich sagen. Oh, der Schwede wagt den Flank ja auf die andere Seite rüber. Carl Baker war auf der Position. Kriegt den Beschuss hier rein. Die Granate kommt, sie müsste sehr gut sitzen. Boah, sie sitzt sehr, sehr gut. Und trotzdem geht er nicht down. In der Zeit Joel hier mit dem Vorstoß holt hier beide weg. Krass, die Granate war doch extrem on point. Hat hier aber kaum Schaden angerichtet anscheinend. Somit ist quasi die komplette Nordseite im Fernbereich gefallen. Die Ostflanke hält hier noch aufrecht auf jeden Fall. Aber die müssen jetzt richtig aufpassen hier, dass sie von Norden nicht zu viel Druck reinkriegen und dann ihren Beschuss reinkriegen. X-Rack hier wieder in dem Rücklauf nach hinten Richtung Base. Ja, schade. Gute Verluste auf jeden Fall auf Blue Side. Hier seht ihr auch mal 1, 2, 3, 4, 5 Tote mittlerweile. Sind noch jede Menge, noch viele, die leben auf jeden Fall. Opfer bei 1, 2, 3, 4, ebenfalls 5. Opfer hat es aber mittlerweile auch hier an das Gebäude rangeschafft. An die kleine Farm. Da wird noch viel Munition ausgetauscht. Ja, das ist schade. Also, dass die Granate hätte mehr Schaden machen können. Zwede versucht Xilot hier wahrscheinlich nicht mehr hochzuholen, sondern klaut sich nur noch das, was er gebrauchen kann. Da gehen aber hier zumindest auch ausgeschaltet. Also war ein 2 gegen 2 Trade, wenn ich das hier richtig sehe. Oh, jetzt kommt hier Alpha 1, Alpha 2-1 von Opfer. Mit dem Fahrzeug angefahren. Mit dem fetten Geschütz vorne drauf. Hinten drauf, besser gesagt. Hier wird immer noch Munition ausgetauscht. Die sind auf jeden Fall relativ stark verschanzt in Gebäuden. Ja, hier wird es auf jeden Fall jetzt interessant werden, wie sich Blue Four hier weiterhin noch halten kann. Pelle ist, glaube ich, auch schon ausgefallen, wenn ich das richtig sehe. Erik verbindet sich noch. Xe wird auch noch in Position hier. Oh. Reacher und X-Flake halten auf jeden Fall hier auch noch die Flanke. Opfer jetzt hier mit dem Vorstoß. Der Schuss geht rein von Reacher, der holt auf jeden Fall einen weg. Zwei Leute haben es aber rangeschafft. Im Nahbereich. Einer ist noch weiter zurückgeblieben. Poke unterdrückt da weiterhin, während die anderen beiden in die Scheune vorrücken. Oh, das waren schöne Schüsse. Nico ausgefallen da. Xivit und Erik noch ab, aber die haben gleich im Rückraum in ihrer Seite quasi Opfer drinne. Und das wissen sie wahrscheinlich nicht. Die werden jetzt gleich hier die Tür aufmachen. Da geht sie auf. Oh, das haben sie auf jeden Fall mitbekommen. Gehen in Position. Jetzt bin ich gespannt. Die Waffe kommt. Boah, eine Hulkse wird weg. Und Erik wahrscheinlich auch. Ne, ist noch in Position, kriegt aber jetzt hier auch im Rückraum Opfer, die hier drauf zulaufen. Die Granate sitzt, aber auch Erik nicht down. Aber jetzt richtig stark unter Druck. Er versucht wahrscheinlich den Vorstoß. Ah, und ist natürlich auch down. Kann hier aber noch einen wegholen anscheinend. Immerhin noch eingeholt. Aber auch die Seite hier, die Flanke, komplett jetzt genommen von Opfer. Bis auf X-Drake und Reacher. Die hier noch leben, X-Drake auch noch ab. X-Drake auch noch ab. Die liegen hier beide noch relativ dicht. Haben jetzt aber mitten im Nahbereich. Oh, X-Drake, hol ihn dir. Jawohl, schön gemacht. Oh, jetzt hier aber Wubble-Funk in deren Flanke. X-Drake darf bloß nicht aufstehen. Wubbelfang gibt ordentlich Beschuss jetzt, Munition da hinten auf das Gebäude. Da müsste jetzt mal Granate mal hinfliegen. Könnte eigentlich ganz gut sitzen. Also X-Track und Reacher hier noch auf der Ostseite halten hier immer noch die Stellung. Holen jetzt auch der Bubbelfunk weg. Und damit ist, glaube ich, sind die drei hier von Opfergarde alleine. Guter Vorstoß auf jeden Fall von denen, aber auch unter starken Verlusten. Haben aber auch jede Menge Blue Fire ausgeschaltet. Ihr seht es, hier liegt eine, Xivit, Nico, Pelle, Erik, alle am Boden. X-Track und Reacher da noch die letzten, die hier noch die haltende Bastion auf der Ostseite sind, kriegen aber hier auch von Nordwesten jetzt hier vielleicht einen Flank rein von Sam Cott, MC Cott, der auch sich dann eine nette Position da in dem Geäst gesucht hat. Hälfte der Zeit ist verstrichen, 15 Minuten noch left in the round. Hier wird jetzt gesmoked. Wahrscheinlich eventuell soll der Vorstoß hier über die Südseite, über die Südostseite kommen. Ja, da geht's auch schon los, der erste läuft los.
Schauen wir uns mal die Map insgesamt an. Wir haben hier jede Menge Blufer noch, die On-Point auf jeden Fall verteidigen. Immer noch Reacher und X-Rack hier alleine außerhalb in der Ostflanke, die aber immer noch 4 Opfer um sich rum haben. Dann haben wir ein komplettes Opferteam hier noch im Nordwesten, was jetzt darauf zurückt auf den Compound. Bisher anscheinend noch nicht gesehen wurde. Und eben noch hier immer noch das bewaffnete Fahrzeug, das natürlich auch noch eine große Rolle spielen könnte. Hier wird jetzt ohne Ende gesmoked. Und da wird anscheinend gespottet. Die ersten Schüsse gehen aber relativ stark daneben. Sind sehr, sehr ungenau. Ich glaube, die gehen in den Smoke oder über den Smoke rüber. Ohne Ende Smokes auf jeden Fall. Jetzt hier. Oh, jetzt kommt die RPG aufs Gebäude. Okay, okay. Und die zweite hinterher. Oh, die gehen, glaube ich, ins Nirvana. Wohin wird hier gerade geschossen? Hier ist auch gar nichts. Na gut, leichter zu sagen. Hier wird auf jeden Fall krass, Alter. Der Smoke ist auf jeden Fall heftig. Auf jeden Fall haben sie, ja, wirklich den Feind eingesmoked. Damit er quasi nichts sieht. Und oh, aber trotzdem, wir gehen gute Schüsse rein. Auf Joel Bitar hier von Blue 4. Oh, gucken wir hier schon mal schnell hin. Was machen X-Drake und Reacher? Die beiden Last Man Standing. X-Drake immer noch ab. Nee, ausgefallen mittlerweile. Reacher hier ist im Nahbereich gegen Sergeant Philip. Kann ihn nicht ausschalten. Oh, und Reacher gewinnt hier das 1 gegen 1 gegen Sergeant Philip. Ich glaube, er wollte, glaube ich, eine HE werfen. Hat gerne gesmoked. Ist damit aber der letzte Überlebende von Blufer auf der Ostseite. Und noch ein von Opfer auf der Ostseite. Hier, die anderen beiden rücken vor von Osten. Sneaky, sneaky ran. Krass, also das macht Opfer sehr gut hier gerade mit den ganzen Smokes, die hier eingesetzt werden. Um hier komplett das Sichtfeld von Blufer zu nehmen und schön vorrücken zu können. Sehr, sehr viele Smokes auf jeden Fall, die eingesetzt werden. Und wir haben schon eben gesehen hier, als sie hier im Osten, im Nordosten das Gebäude genommen haben, das an dem Gebäude dran sein und einnehmen, das haben sie drauf. Das kriegen sie hin. Ist die Frage, wie dicht sie noch rankommen, ob sie sogar noch ganz rankommen ins Gebäude. Liegt auf jeden Fall jede Menge Smoke. Oh, ihr seht das hier. Von komplett außen rum kommt hier Opfer ran. Oh, da wird einer gespottet. Beziehungsweise auch Gegenfeuer gegeben. Oh, da werden ordentlich Munition hier reingeballert. Ich glaube, Blufer hat auch nicht so richtig die Ahnung, wohin sie schießen sollen. Die wissen nur, dass da irgendwo ein Feind ist. Hey, seht es, das Sprayfeuer geht überall hin. Oh, jetzt hier, Opfer am Gebäude dran. Der Eingang ist direkt vor Swede, der jetzt hier den Vorschuss wagt. Oh, Geli aber schön in Position da. Ja, eh kommt, die wird aber zu weit gehen. Ja, die war zu weit. Jetzt aber geht hier im Nahbereich auf jeden Fall die Kontakt. Ich weiß nicht, piekt er nochmal? Schwede piekt nochmal wahrscheinlich. Trefft auch eine HE, die war aber schlecht geworfen, landet in der Türzage. Wird den Peak nochmal versuchen, immer noch hier gegeneinander. Gelia gegen Swede. Oh, die sitzt gut, die sitzt sehr gut. Oh, Gelia kann sich ins Gebäude retten, in den Raum retten. Oh, beide tauschen hier ordentlich Munition aus. Schönes Duell zwischen den beiden auf jeden Fall. Gucken wir mal kurz den Rest an. Immer noch Vorschuss hier von Opfer. Jede Menge Feuer, ihr hört es. Holy shit, hier geht einiges, hier geht einiges. Schwede hat anscheinend erstmal aufgegeben, blutet auf jeden Fall, wenn ich das richtig sehe. Wird wieder in den Vorschuss wagen. Schön am Freefallen auf jeden Fall. Schießt immer wieder in die Räume rein. Will sich hier das 1 gegen 1 nicht nehmen lassen. Wird jetzt gleich rein hier. Oh, oh Gott, oh no! Ah, Gelia, schade. Oh, aber ist nochmal abgewiesen, glaube ich. Oh, Schwede könnte down sein. Unterstützt von Destiny jetzt hier aber. HEs fliegen hier. Holy shit, hier wird Munition ausgetauscht. Holy shit, das Gebäude auf jeden Fall immer noch nicht genommen. 3 Opfer aber auch am Gebäude dran. Aber auch schwer verletzt hier. Die beiden sind sogar ausgeschaltet. Destiny teilt hier ordentlich aus. Teilt hier aber wirklich ordentlich aus. Hat hier 2 nochmal ausgeschaltet. 10 Minuten left in der Runde. Schwede ist down, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig sehe, wollen wir mal nachgucken. Ja, ist down auf jeden Fall. Geht ja auch down. Die werden beide auf jeden Fall sterben. Letzter Opfer also dran ist hier Insanity. Der aber jetzt auch hier von Salva in Heady beschossen wird. Gucken wir nochmal kurz hier rüber.
immer noch das Haus unter Kontrolle. Wer, wen haben wir hier noch? Reacher, der ist immer noch ab, ne, oder? Ist immer noch ab. Der könnte hier perfekt in den Rückraum von Opfer gelangen und die da noch wegschalten. Aber ich glaube, er bleibt noch ein bisschen zurück und wartet noch ein bisschen ab, was sich noch ergeben wird. Schauen wir nochmal kurz auf die Map hier, um mal einen kurzen Überblick zu haben. Das Fahrzeug haben wir da immer noch, was da immer noch in Position steht. Ansonsten sind sehr, sehr viele Tote hier mittlerweile. Wir haben immer noch Charlie-Team hier. Alekanderu und Rund. Die beiden da die Position halten. Ja, die Vaku ist tatsächlich bei uns jetzt auch das erste Mal, dass sowas gemacht wird. Aber auf jeden Fall wollen wir das dann wahrscheinlich nochmal ausbauen in der Richtung. Wenn das gut ist und Bedarf hat. Ja, die Granaten sind wirklich sehr schwach. Ja, die Opfer, genau, das haben wir leider auch schon gemerkt. Das ist vom Balancing her ist es leider nicht so richtig schön, wie du schon richtig gesagt hast. Die Vaku auf jeden Fall Opfer hat eben die ganz klar besseren Westen hier, die wesentlich bessere Armor haben, und die Granaten sind relativ schwach. Das hat man ja schon sehr häufig gesehen, dass die Granaten hier, obwohl sie ziemlich on point waren, kaum bis gar keinen Schaden gemacht haben. Oh, die beiden Opfer hier, Alexandro und Rund, hier stark unter Feuer. Noch keine Treffer zu vermerken, aber schmeißen sich einfach erstmal hin, um Position zu halten. Wir haben hier immer noch zwei Leute, nee, einen glaube ich nur. Nur Nikki Insanity ist hier, glaube ich, am Gebäude dran. Während die anderen Opfer sich hier hinten im Gebäude immer noch verschanzen. Und Reacher da hinten immer noch im Rückraum. Ist die Frage, welches Gebäude sie fokussieren wollen. Auf jeden Fall sieht es bisher besser für Blufa aus, würde ich sagen. Wir haben hier, wie gesagt, noch die zwei Leute hier. Die haben immer noch Reacher im Rückraum. Zwei da, sind vier, und immer noch da den Nikki Insanity und das Team hier natürlich. Okay, sind auch noch sechs Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich. Von Blufor hier am Start. Okay, relativ close auf jeden Fall. Es könnte immer noch interessant werden hier mit Nick Insanity, wenn er nochmal ins Gebäude reinstößt. Ansonsten haben wir immer noch hier Bad Destiny. Der muss auf jeden Fall aufpassen hier mit dem Nick, der eventuell den Vorstoß gleich wagt und ins Gebäude reingeht. Boah, sehr schön weggeholt hier. Bad Destiny hier holt den nächsten weg. Starke Verteidigung. Muss man ehrlich sagen, hat hier ordentlich abgeräumt. Sehr, sehr ordentlich. Alter Schwede, hier wird Munition getauscht. Guckt euch das an, holy shit. Aber das war's denn leider auch, glaube ich, für Rund. Auf jeden Fall sieht's aus. Alekanderu sucht hier die kleinste Deckung. Oh, hinter dem Baum mit dem kleinen... Mit dem kleinen Busch hier, holy shit! Oh, wieder ein Treffer von Hilde jetzt, glaube ich, auf ihn. Er wagt den Vorstoß. Nächste Deckung. Die anderen Opfer immer noch. Immer noch hier im Gebäude. Ja, das sieht recht gut aus. Oh, Reacher ist scheint ausgefallen hier. Haben wir leider nicht gesehen. Schade, schade. Sieht auf jeden Fall bisher wesentlich besser für Blufor aus. Ist auch nicht mehr so viel Zeit. Opfer muss sich da jetzt ein bisschen beeilen. Die ganzen Opfer hier alle ausgefallen an den Gebäuden dran. Wir haben immer noch hier die beiden in den Fahrzeugen, die das Fahrzeug mittlerweile verlassen haben. Wir haben das Fahrzeug jetzt stillgelassen. Benji, yo, willkommen zurück auf jeden Fall. Ja, es ist leider 10 Minuten Delay, deswegen hörst du es leider halt ja, 10 Minuten zu spät. Es sind noch die zwei Opfer jetzt hier und noch immer der andere Opfer da hinten. Die auf jeden Fall versuchen werden, irgendwann ans Gebäude ranzukommen oder auch reinzukommen. Die beiden lassen wir mal außer Acht und gehen hier nochmal rüber zu. Wer ist das? Alexanderu und Zulu3Z. Oh, der hier den Übergang über die Treppen versucht und dann reingucken könnte. Oh, 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 da muss aber aufpassen mit Arma 3. Wer hier unten die Tür aufgeht. Oh, Hilde hier. Das war ein einfacher Kill für Hilde. Keine Chance hier. Er wollte Double Tap. Nicht, dass er wieder aufsteht. Holy shit, finde ich ihn. Töte ihn. Ja, genau. Oh, und da oben wird Fussel weggeholt. Und Zayd anscheinend auch. Über den Balkon. Hier, beziehungsweise die Baustelle. Oh, Hilde, Hilde, Hilde. Muss jetzt aufpassen. Wird aber, denke ich mal, jetzt wissen, wo der ist. Hat sich aber hier in dem Raum versteckt. Okay. Die beiden geben sich jetzt gerade ordentlich. Die nächste Granate, die reingeht. Oh, die könnte vielleicht gesessen haben. Jo. Oder? Hat die gesessen? Na, Hilde auf jeden Fall immer noch ab. Verbindet sich hier immer noch. Ein Opfer noch hier. Und die beiden da drüben. Da gucken wir nochmal kurz hin hier.
Oh, und Hilde holt ihn weg. Gut, dass wir da geblieben sind. Den Kill haben wir noch mitgesehen. Jetzt ist nur noch Opfer. Ich glaube, die sind auch alle down. Oh ne, hier lebt noch einer. Awitz ist down. Das ist jetzt der letzte Opfer sein hier. Paul Mulks. Xivits Tod war leicht enttäuschend. Ja, wirklich, wirklich. Xivits hat er einfach nicht viel gerissen. Es war sehr enttäuschend. Nicht die Performance, die man gewohnt ist von ihm, muss man ehrlich sagen. Also großes Lob auf jeden Fall hier an Dufa bisher, die Verteidigung sehr gut machen. Destiny auf jeden Fall hier von TTT, ein ganz, ganz starker Spieler, ein richtiger Abräumer. Macht auch hier den letzten Kill. Damit müsste Opfer komplett ausgefallen sein und die Runde geht an Blufor. Sehr spannend, sehr wichtig auf jeden Fall für Blufor hier zu gewinnen. Somit können die jetzt nämlich angreifen und die nächste Angriffsrunde dann starten und die Runde dann dementsprechend so gestalten, wie sie es hier wollen. Sehr schön auf jeden Fall, ja. Viele, viele starke Einzelleistungen haben wir gesehen, auch hier hinten bei der Verteidigung auf der Ostseite. X-Flag da auch immer wieder hier mit dem Lauf nach hinten wieder zurückgekommen. Ja, jetzt ist die Runde gleich zu Ende. Wir warten auf jeden Fall noch kurz, bis der Server quasi erkennt, dass alle Opfer tot sind. Da hat das erkannt, Opfer eliminated, Blufor wins around. Nice, GG well played, Opfer endlich mal nicht die gewinnende Partei. Es war ja doch, man muss es ja ehrlich sagen, Opfer meistens überwiegend gewonnen. Ich würde sagen, 75% der Games gingen immer an Opfer. Und ja, es wurde, genau, die Vaku hat es natürlich schon eindeutig rechts sehr, sehr klar gesagt. Opfer ist da ein bisschen im Vorteil natürlich durch die besseren Armor. Aber daran soll es nicht liegen. Gucken wir mal kurz an. Oh, was ist hier los? Nico, was ist mit Nico passiert hier? Warum ist Nico tot? Nico anscheinend beim Spawn explodiert. Ich dachte, wir hören jetzt noch ein bisschen Jubel hier von Blue vor. Aber auf jeden Fall sehr fokussiert, ja, direkt schon wieder hier in die Besprechung geht's rein. Gleiche Gruppen sieht es dann ein bisschen so aus. Ich denke mal, Nico wird bestimmt noch nachjoinen können. Das war ja auf jeden Fall ein Bug gerade, dass er gestorben ist. Hoffen wir mal. Gehen in der Zeit mal zu Opfern rüber, die wie gesagt jetzt hier verteidigen müssen. Gucken wir uns das Ganze mal an. What the fuck? Die jetzt hier eben neue andere Gebäude zur Verteidigung haben. Das sind einmal die beiden Gebäude hier, die eben eine Partei bilden und eben da, ihr seht es hier auf der Map auch, eben als Angriffsspot dienen. Und das andere Gebäude ist das große hier hinten. Das hier müsste das sein, wenn ich richtig sehe. Where was that? Anscheinend wollen sie ähnliche Verteidigungsrunde machen wie letztes Mal, wenn ich richtig verstanden habe. Genau, das ist auf jeden Fall die andere Sache, die angegriffen werden kann. Oh, guys, sorry, das Reden macht ein bisschen müde. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen Frischluft hier reinlassen. Hier werden auf jeden Fall schon die ersten Trenches gebaut. 3 Minuten noch, bis das Game startet. Opfer aber hier auf jeden Fall schon in Bewegung, teilen sich auf jeden Fall schon auf anscheinend. Blufor noch in der Lagebesprechung. Literally ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das schon richtig ist, dass das schon während der Preparing Time, aber andererseits ist sie natürlich dafür, um sich zu preparen, gemacht werden darf, sich aufzuteilen und so weiter und so fort. Ich glaube, eben hat Opfer auch gewartet, bis 5 Minuten um sind, aber ich glaube, es muss nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall, ja, Opfer jetzt hier in der verteidigenden Position machen hier eine ganz starke Südostverteidigung. Oh, Geist, ich mach mal eben kurz Fenster auf, alter Schwede. Ich werde ja kind of zu müde gerade.
So, Guys, back in the game. Noch 28 Sekunden Vorbereitungszeit. So wie es aussieht, ist Opfer schon komplett vorbereitet. Schauen wir uns das kurz mal an, wie die sich genau verteilen. Also On-Spot sind auf jeden Fall dort relativ wenige. Also die gehen auf jeden Fall stark davon aus, dass Blue nur von Westen kommt. Ein paar einzelne Leute haben wir hier stehen, die wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Spotting gehen. Eine ganz starke Westflanke haben wir hier, die aufgebaut wird. Jede Menge Trenches, die gebaut werden. Und da unten haben wir das andere Team, das hier auch noch fleißig am Aufbauen ist. Und eben auch die Westflanke decken werden. Blue4 bisher noch nicht in Bewegung, stehen immer noch komplett still. Nee, gar nicht. Doch. Sieht mir so wenig aus. What the fuck? Was passiert da? Okay, Fahrzeuge werden besetzt. Und gleich geht die Fahrt los. Solange da kein Kontakt ist, machen wir erstmal nochmal die Namen-USW aus. Oh shit, sind die laut, die LKWs. Das erste Fahrzeug bewegt sich hier auf jeden Fall mit dem 50-Kelle oben drauf Richtung Südwesten von Opfer ausgesehen. Also Richtung Südosten bewegen die sich natürlich dann, um Richtung Südwesten von Opfer zu sein. Können hier die Straße besetzen und dann von da irgendwie gesehen oder schießen. Wir werden es gleich sehen. Die anderen warten noch momentan. Gucken wir uns nochmal ganz kurz ein bisschen hier die Gegend an, wie das Ganze so aussieht. Es ist auf jeden Fall drinnen ziemlich bewaldet, relativ stark bewaldet, aber ziemlich viel offene Fläche außenrum. Die einzige Angriffs... Oh, nee, shit, das ist... Ja, ist nicht leicht. Ist nicht leicht. Verteilt sich jetzt auch wesentlich mehr hier. Hier wieder zwei, die einzeln irgendwo langlaufen und da wahrscheinlich so als Spotter und Einzel-Flank-Team agieren. Hier die Einzelnen, die an den Gebäuden verteilt sind. Schauen wir uns mal kurz hier an. Die auf jeden Fall Spotting betreiben sollen. Oh, das ist ein sehr, also ich finde gerade sehr schwer anzugreifen, weil du komplett offene Fläche außenrum hast. Danke. Jetzt gibt es vielleicht noch ein bisschen ASMR dazu, Guys. Ein bisschen knusper ASMR. Also hier ist halt so die einzige Möglichkeit, mit viel Deckung ranzukommen. Die Südostflanke. Aber da hinzukommen. Aber es sieht nur ein bisschen danach aus, als wenn die das eventuell vorhaben könnten. Wir werden es sehen. Mal sehen, mal sehen. Gehen wir mal hier zu denen runter. Ein Trenching Tool. Auf jeden Fall sehr schöne Position hier von denen. Okay. Sehr, sehr hoch gelegen. Gucken wir mal hier den beiden zu. Und ich knusper mal in der Zeit ein bisschen, Guys, okay? Ich mute mich auch, damit ihr es nicht hören müsst. Und ganz viel Hunger kriegt und vielleicht noch ein bisschen horny werdet. Oh, jetzt wird interessant. Sehen Sie die? Sehen Sie Blue4 hier? Yeah, it's fine. They're probably spoiled it. Gonna put a mark on map instead. Hören sollten Sie auf jeden Fall. Yeah, no, Sam, you ready? Yeah, south. Get that fucking MG ready on our position, guys. Oh, oh. Ja, die Granaten sind echt ziemlich useless, Singy Boy. Hast wahrscheinlich jetzt gerade gesehen, den Granatenwurf, die Granatenwürfe von den letzten Runden. Die waren auf jeden Fall ziemlich useless, tatsächlich, muss man ehrlich sagen. Set. Yeah, A-Firm, currently on that hilltop, waiting for them to get a bit closer, then we're gonna pull back. There's only two of us up here. Fucking drop a white smoke on them to fucking confuse the shit out of them. Eyes on. 160, about 300 meters, they've stopped. Okay, 300 meters southeast. Yeah, 160.
this mountain now, 2 Urals. Have they stopped, yeah? Yeah, they've stopped. Stick a mark on it, mate. Stick a mark on it. Do we have maps? Yeah. Alright, guys, es geht los, Beschuss startet. Oh, das MG-Team, da wird ordentlich unter Beschuss genommen. Und die sehen die auf jeden Fall komplett hier. Komplett Blue 4 da im Südosten. Haben die ihr Fahrzeug verloren? Oh, und die würden die Fahrzeuge nochmal wieder zurückholen hier. Fahr mal ein paar Meter auf die Straße. Also, geradeaus. Sofort. Also ihr habt's gehört, Opfer weiß ziemlich genau, dass... Oh, seht euch das an, sehr schön sieht das aus, Blue 4 kommt. Oh, hier wird auf jeden Fall schon mal Munition ausgetauscht, oh, aber die müssen auch aufpassen. Die kriegen ja auch von Opfer jetzt gerade ordentlich Beschuss sein. Hier aber anscheinend hauptsächlich als Ablenkung bisher. Warte mal, ist Cyberdeck schon getroffen worden gerade? No way! Salber als Geburtstagskind von heute. Ah, ausgeschaltet. Oh! Nein! Oh, Hedy wollte ihm noch helfen. No way. Und wird hier auch noch unter Feuer genommen. Oh, holy shit! Okay. So viel dazu. Das war die Ablenkung vom Westen. Jetzt haben wir quasi komplett Blue 4 noch, die hier eine richtig schöne Flanke momentan aufbauen. Komplette Linie hier lang. Aber eben hier die oben. Oh, da kommen AT-Schüsse auf Infanterie. Die ist auch richtig Beschuss reinkriegen. Holy shit. Und sich auf jeden Fall auch zurückziehen müssen. Der AT-Schuss ging anscheinend auf jeden Fall daneben, wenn ich das richtig sehe. Alle von Blue 4 noch ab. Blue 4 rückt jetzt weiter vor. Es wird halt, jetzt wird es halt schwierig, weil jetzt hat Blue 4 zwar hier die Position, die ich meinte, wo die man ganz gut wäre, glaube ich, anzugreifen, aber halt auch nur die. Also Opfer kann sich komplett auf die Südostseite hier beziehen und da eben, klar, die wissen es nicht, Opfer weiß nicht, dass Blue 4 komplett im Südosten ist, aber sie können es halt irgendwann doch mal herausfinden oder wissen. Opfer auf jeden Fall hier ganz stark aufgebaut hier. Mehrere Verteidigungswelle, hier auch ein einzelner Typ, der hier wieder irgendwelche, mehrere einzelne Leute, die hier wieder alleine rumstehen. Viele einzelne Leute, die hier überall einzeln rumstehen in Position sind. Hier wird jetzt Munition nochmal ausgetauscht, Schüsse gehen zurück. Auf KFJ und Reacher hier, die hier gerade die Position übernommen haben, auf denen eben noch Opfer war. Ob sich Blue 4 damit jetzt einen Gefallen getan hat, wirklich nur aus einer Position anzugreifen, kann ich noch nicht so ganz sagen. Wir bleiben mal kurz hier so ein bisschen in der Cam und gucken mal, was Opfer jetzt noch machen wird. Wie gesagt, der eine alleine, der hier liegt, ich weiß nicht genau, was seine Mission ist oder warum er da alleine so rumliegt. Spitfire. Ich glaube tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, dass der das häufiger macht. Der ist, glaube ich, häufig ganz alleine immer nur unterwegs und macht irgendwelche Solo-Action da mal. Vielleicht kann er das besonders gut. Oh, kriegt aber da schon Beschuss rein? Wurde auf jeden Fall gesehen? Oh, so viel dazu. Auch gehittet. Ja, Spitfire, das war's wohl für dich. Ich weiß nicht, ob du davon dich nur wiederholst. Das war krass auf jeden Fall, wie Buffin da... Ah, die sind aber schon dicht dran, muss ich sagen. Wie Buffin da gesehen hat. Viel Beschuss jetzt auf die Gebäude auch. Hier wird jetzt... Also hier wird gleich ordentlich Munition noch ausgetauscht. Da gehe ich stark von aus. Denn das ist, wie gesagt, die einzige Angriffsposition hier gerade. Die anderen Opfer immer noch alle in jegliche Richtung gucken und erwarten da doch irgendwann mal wieder den Feind aus der Richtung. Ich bin sehr gespannt, mal gucken, wie es weitergeht. Nico wurde zerquetscht. Ja, da ist ja schon, manche Tode sind ein bisschen traurig leider. Mal sehen. Bleib mal in der Kameraposition, guck mal, wie Blue 4 gleich weiter vorrücken wird. Opfer auf jeden Fall sehr stark aufgestellt hier, also wirklich schöne Linie hier auf jeden Fall. Blue 4 rückt jetzt hier an der Flanke so ein bisschen lang in der Deckung von Opfer da.
Oh, hier ist aber auch ein Buffer, glaube ich, ausgefallen, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee, Numi ist noch ab. Oh, aber gefährliche Position hier. Oh, Numi. Numi ist hier Mr. Smoke auf jeden Fall. Fosse, was machst du da? Warum schießt du auf die Halle? Was hat sie dir getan? Ja, jetzt hat er die richtige Richtung. Jetzt hat Fosse die richtige Richtung. Ja, Fosse, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Sehr schön, sehr schön. Rufus Smoke jetzt hier weiter, wird wahrscheinlich hier weiter vorrücken. Nutzt die Smokes. Oh, da fliegen einige Smokes. Aber vielleicht ein bisschen zu kurz. Ein bisschen weiter ran, Smoke an die Gebäude, wäre tatsächlich nicht schlecht. Das muss man sagen, hat Opfer, glaube ich, eben wesentlich besser gemacht. Die haben eben nicht den Vormarsch gesmoked, sondern haben komplett die Gebäude gesmoked. Opfer rückt jetzt hier vor. Aus den Gebäuden raus, hat jetzt hier Blue gleich im Nahbereich. Oh, einer, er ist ausgeschaltet, seht hier am Gebäude dran. Doch nicht ausgeschaltet, ist wieder ab. Hier wird jetzt ordentlich Munition ausgetauscht. Die ersten Granaten fliegen. Weitere Smokes, ich denke, Opfer wird sich hier zurückziehen, doch nicht. Null sagt sich, fuck off, ich bleib alleine hier. Oder will noch eine Claymore legen. Jetzt auch der Rückmarsch hier von ihm. Da wird nochmal die andere Häuser gebiegt, aber da gibt es nichts zu sehen, da ist alles voller Smoke. Ich würde sagen, hier müsste es gleich wieder Kontakt geben. Und da kommt der Solo-Flag von Jet Riese. Oh, hier sind aber einige Blufer verletzt. Oh. Oh, oh, oh. Ja, das ist die Solo-Action hier, die hier gerade den Flank macht. Zwei, drei Leute ausgeschaltet hat. Bloody aber gemerkt hat, glaube ich, dass von da jetzt Beschuss reinkam. Au, au, au. Und jetzt merkt man leider, dass die Smokes eben fehlen. Von Dufour. Oh, schön gemacht von Bloody hier, den Jet Rice ausgeschaltet, der hier den extrem guten Flank gemacht hat. Oh, Numi McDiot hier auch unter starkem Beschuss. Numi auch noch da liegend. Hier gegen die Gebäude zu fighten, natürlich auch sehr schwer. Natürlich auch für die Gebäude-Leute schwer rauszupieken, weil immer wieder ein Schuss reinkommen könnte. Null ist auf jeden Fall immer noch alleine hier. Ja, Opfer, glaube ich, hier nochmal verstärkt jetzt. Wir verstärken hier weiter in die Flanke. Bisher würde ich sagen, sieht es nicht gut aus für Blufour. Schon ziemlich viel Ausfälle tatsächlich. Hier die Flanke, die Ostseite. Relativ effektfrei. Oh, Fussel hier. Kann nicht sehen, dass Nulz hier vom Gebäude aus schießt. Hinterm Gebäude schießt. Die müssen auf jeden Fall ran. Die müssen sich Deckung holen. Schauen wir hier rüber, wie es hier so abläuft. Oh, Blufour kämpft hier sich vor gegen die Stellung von Opfer. Bisher noch keine Ausfälle, wenn ich das richtig sehe.
Aber beide bald im Granaten-Nahbereich. Während hier die eine Opferseite Richtung deine Richtung fällt, die anderen drei hier Richtung in die Richtung Reacher und X-Ray. Jetzt mit dem Vorstoß. Sind gleich dicht dran. Im Nahbereich jetzt. Stößt rüber. Kann die ersten wegholen. Kann Retro nicht downwingen. Hat hier aber immer noch Stalino im Nahbereich. Stück wieder raus. Oh, Cave Shay jetzt hier im Nahbereich. Gegen Stalino. Ah, er ist schön ausgeschaltet. Sehr schön. Das ist wichtig für Blufer jetzt hier eine Position zu holen. Nachdem sie alle verloren haben. Oh, da wird wieder zurückgelaufen. Sehen Sie ihn, sehen Sie ihn? Nein, Sie sehen ihn nicht. Haben immer noch hier auch Paul Mulks neben sich. Opfer, alle drei Opfer hier noch am Leben. Haben es noch geschafft, rauszulaufen. Reacher jetzt weiter mit dem Vorstoß. Müsste mal jetzt links gucken. Oh, guck nach links. Oh, die beiden, die gucken hier nach dicht nebeneinander, die beiden. Richtig dicht. Mulks muss nach links gucken oder Reacher nach links. Einer von beiden. Holy shit. Holy shit, die beiden dicht nebeneinander. Oh, guck dich das an. Oh, Reacher jetzt. Vielleicht mit der Blickrichtung. Paul Mulks jetzt in Bewegung mit dem Rücken. Oh, der kann Reacher jetzt holen. Der sollte down sein. Die anderen beiden immer noch ab hier. Retro immer noch ab. Und Wobbelfunk kann jetzt Reacher hier ausschalten. Schön geschossen auf jeden Fall. Oh. Sehr starkes Aiming ja auch auf X-Ray. Oh, guter Schuss hier von Erik. Der war on point. Aber ich glaube, der wird wieder aufstehen, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, es waren nur 1-2 Hits. Retro hier, glaube ich, den geht, glaube ich, auch der Kackstift jetzt hier gerade, echt. Mitten im Nahbereich, komplett von Buffer quasi da beschossen worden. Alle down hier, alle down. Immer noch der starke Häuserkampf hier. Ach, Fusselwurm hat anscheinend derzeit hier den Vormarsch gewagt. Und das Gebäude... Ah, man kann noch hier oben rauf. Ah, hier oben rein, nur. Oh, ob Fussel weiß, dass er hier noch jemanden drin hat? Jetzt weiß er es. Kann den hier auch ausschalten. Da hat Fussel wirklich Glück gehabt, dass er sich gerade verbunden hat. Ich glaube, sonst hätte es auch anders enden können. Oh, die Granate hätte auch böse enden können. Gute Granate auf jeden Fall, wenn die von drüben geworfen war. Also, man muss aber leider ehrlich sagen, Blufor noch recht gut hier vertreten. Aber wenn die natürlich hier... Oh, jetzt hier, die laufen hier... Was machen sie? Laufen sie raus, rüber? Zulu beim Rauslaufen direkt erwischt auf jeden Fall. Josh Washgam noch draußen, hat sich noch retten können um die Hausecke. Die Sache ist halt, selbst wenn Blufor jetzt hier diese Ecke nimmt, haben sie immer noch... Ihr seht es, echt viele Opfer hier, die immer noch hart die Gebäude verteidigen und mittlerweile auch alle Richtung Süd und Osten gucken. Josh nimmt sich hier das nächste Gebäude, das nächste hohe Gebäude auf jeden Fall. Gute Sache hier, alle down, alle ausgefallen. Ich glaube, Retro müsste noch am Leben sein, der ist immer noch ab. Hält hier die Position, hat wahrscheinlich Angst, sich irgendwie zu verraten, wenn er sich groß bewegt. Bleibt hier immer noch ziemlich stark in Deckung auf jeden Fall. Ja, unter starken Verlusten nimmt Blufor hier die Südostseite und hat jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. 8 Leute um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Leute. Oh, 8 gegen 15 und als Angreifer. Ich schreibe diese Runde mal den Opfer zu. Retro jetzt hier im Nahbereich, der könnte auch nochmal einen ausschalten. Kriegt ihr die Möglichkeit? Oh, Schmerzkicks nicht schlecht reagiert. Aber trotzdem, glaube ich, konnte Pelle hier nicht bekämpfen. Oh, aber stark verletzt. Der blutet hier aus ganz, ganz vielen Löchern. Und wird hier von Erik geholt. Erik hier mit meinem nächsten, mit seinem nächsten Abschuss. Jetzt ist nur noch hier, noch Josh hier, der Überlebende. Oder auch nicht Überlebende, wurde auch ausgeschaltet. Hier von wahrscheinlich Numi, Jules oder Zaid aus dem Gebäude nebenan. Somit ist jetzt die Südostflanke komplett genommen. Wobbelfunk scheint anscheinend noch zu hoffen, dass er vielleicht nochmal aufsteht. Aber boah, ich kann dir sagen, du blutest aus ungefähr allen Löchern. Das wird nichts mehr mit dir.
Ja, aber jetzt immer noch, ihr seht, das ist immer noch eine extrem starke Macht hier an Opfer, die alle noch bereit sind, hier zu verteidigen. Gegen sehr stark geht sie mir die Blue vor. Ja, 2, 4, 6, 7. 7 Blue vor hier noch am Start. Was mit Erik? Erik, bist du noch ab? Erik verbindet sich ja immer noch. Gib nicht auf. Ja, das wird sehr schwierig. Wird sehr schwierig werden. Für Blue vor. Fünfzehn Minuten noch left in the round, guys. Halbzeit. Zeit für mir schon was zu essen. Ihr macht jetzt hier wohl keinen Friendly Fire, oder? No way, Fussel! No! No, Fussel schaltet Erik aus. Friendly Fire! Nein, Fussel! Ah, Erik, schade. Schade für Erik. Gute Runde bis hier gehabt. 2, 3 Kills, glaube ich, gemacht. Fussel versucht hier noch seinen Fehler wieder gut zu machen. Selbst sagt, da gibt's nichts mehr zu retten und beendet das Ganze hier. Oh, damn. Ein Mann weniger. Damit sind es noch 6 Blue vor. Oh, hier jetzt geht's weiter. Die Granate hat gesessen. Die Granate hat gesessen. Hat Pelle ordentlich hier verletzt auf jeden Fall. Oh, X-Factor einen weggeholt von Alecandero. Ja, Opfer jetzt hier. Alles einzeln Leute, die hier rumstehen. Ihr könnt es sehen, es sind keine Teams hier mehr. Jeder steht irgendwo. Aus jedem Fenster, aus jedem Haus kann geschossen werden. Die wollen auf jeden Fall den Punkt zu 100% halten. Wovon natürlich auch mit jetzt Zeitproblem, muss man leider auch sagen. Und jetzt fehlt eben doch die... Holy shit, es fehlt eben doch dann die andere Flanke. Nomi auch ausgefallen hier. Zed ist hier auch, der alleine den Vorstoß wagt. Aber ihr seht es, das ist nicht möglich. Ihr seht es, das ist. Da steht einer, da steht einer, da steht einer, da steht einer. Hier ist einer. Hier sind 3 in einem Gebäude, ausnahmsweise mal. Hier noch 2. Alle alleine hier in irgendwelchen, oder zu 2, zu dritt, ja, in irgendwelchen Gebäuden verteidigen sie hier. Da schießt wirklich aus jeder Ecke. Aus jeder Ecke, aus jedem Gebäude schießt einer raus. Das wird hier ganz, ganz schwierig für Blue 4. Oh, und da ist der nächste nämlich ein Winkel. Na, ja, den nächsten Pelle auch ausgefallen hier. Jules und Fussel hier noch ab. Zelda auch unter starkem Beschuss. Da ist Bufo gleich hinüber. Hinüber. Ja, da fehlen vielleicht auch jetzt die Smokes so ein bisschen von Bufo. Ah, Jules kann da leider keinen Treffer landen. Wird dann von dem nächsten Alleinstehen da hinten von Charlie ausgeschaltet, der ein Stück weiter hinten steht, einfach nochmal einen anderen Winkel da aufbringen kann oder eine andere Position, Winkel was nicht. Zed hier auch, glaube ich, ausgefallen oder zumindest stark verletzt. Nope, der, nee, ich dachte kurz, er bewegt sich noch. Dann haben wir nur noch Fussel, glaube ich, hier.
Fussel, Mr. Friendly Fire, Last Man Standing, Fussel. Gib alles. Die Smoke-Wand sitzt. Und da ist der nächste Winkel, da wäre noch ein Winkel sonst gleich. Und hier hast du auch noch mal 5 Leute, die auf dich gucken. Fussel, wenn du das schaffst, dann schenke ich dir ein Spiel auf Steam. Stehst du aber schon unter Beschuss jetzt hier. Gute Bewegung auf jeden Fall hier um den Smoke rum, um den jetzt zu erweitern. Aber die Übermacht hier gegen sich zu haben, puh. Schwierig, schwierig. Aber er gibt nicht auf, er gibt alles. Nick Insanity hier ausgefallen auf jeden Fall. Hat hier Best Tiffar noch hier in dem Gebäude an sich dran. Könnte natürlich jetzt zu einer kleinen Schrecksekunde für Opfer führen, wenn Fussel da jetzt reinkommt. Genau, und Blueford taking control auf einmal ist von diesem netten Ort. Und alle jetzt denken, what the fuck, warum ist es Nacht? Sondern denken hier, warum zur Hölle catchern die auf einmal? Die Tür geht auf. Der Weg nach oben. Oh, Fussel, sehr schön. Wieder hier einen weggeholt. Hat jetzt hier die Position. Und das Gebäude komplett geklärt. Fussel, überrasch mich. Überrasch mich, Fussel. Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 oder 10 Opfer. 10. Ich glaube, es sind noch 10. Du hast aber hier Kontrolle gerade. Ah, und kriegt jetzt hier Beschuss und geht, glaube ich, auch down. Ja, von da drüben. Aus dem Gebäude. Schade, Fussel, aber guter Rush auf jeden Fall. Guter Einsatz von Fussel hier, um nochmal alles zu holen. Ja, ich weiß nicht, ob die Taktik hier gut war, komplett mit allen Mannschaften hier von Südosten anzugreifen. Und dann natürlich ganz stark verteidigt auch von Opfer. Hier an der Flanke sehr, sehr stark zurückgehalten, die Opfer, die Blufor, und da eben dann auch da schon die Runde so ein bisschen mitgewonnen durch die vielen Ausfälle, die Blufor da eben durch hatte. Muss man leider sagen, war vielleicht nicht angriffstechnisch das Beste, aber trotzdem gut gemacht von beiden Parteien. Und somit gibt es jetzt wieder die erste Runde quasi nochmal. Opfer jetzt wieder in der angreifenden Position. Ja, die sind direkt wieder in der Besprechung drin. Wir gehen mal zu Blue vorüber und gucken mal, was die so zu sagen haben. Vielleicht südwestlich ein paar Stellungen auszugraben, weil über Südwesten ist über das Haus, in dem wir drin saßen, hast du gar keine Sicht drauf. Ja, dann durch. Alright, auf geht's. Dein Team Rot. Graben. Ich knabber noch ein bisschen, Geist. Ich habe noch so ein schönes Knäckebrot hier, oder was das ist. Mit hier Wurst drauf. Ich müde mich mal derzeit, dann könnt ihr den Leuten ein bisschen zuhören. Mal gucken, was sie so zu erzählen haben. Rot hier, aktuell. Stand ihr, Mickey? Ihr habt gehört, was ist wohin. Also, am besten in die Häuser rein, ja. Fahren, nicht sterben. We can do it. Ja, dann müssen wir aber probieren. Los. Ja, zu viert. Ja, was fragst du mich? Ich bin nicht in einem Team. Ja, nee, aber also ob du das verantworten willst. Also ich muss auf jeden Fall sagen, dadurch, dass Buffer jetzt sich auch bewegt, also ist das auf jeden Fall anscheinend nicht verboten, also war ich falsch mit meiner Aussage, dass es eventuell verboten wäre, sich vorher schon zu bewegen. Auf geht's, Leute. Die bewegen sich jetzt ja auch schon und wissen anscheinend schon, was sie vorhaben, wie sie verteidigen wollen. Bewegen sich auf jeden Fall schon jetzt los hier. Wie die Ameisen hier. Sehr schön. Sehr schöne Runde von Opfer. Gut verteidigt, muss man jetzt sagen. Die Südostflanke hat gehalten, ja, die Verteidigungslinie. Naja, gut, hat nicht ganz gehalten, sie ist down gegangen, aber hat Blufor sehr, sehr stark dezimiert, sodass da eben wirklich nicht mehr viel zu machen war. Für Blufor. Fussel da nochmal ein ganz starker Zugriff, nochmal sogar kurz in die Capture-Zone reingekommen. Nochmal kurz für Verwirrung gesorgt, wahrscheinlich bei Opfer. Aber eben da natürlich 1 gegen 10 nicht mehr viel machen können. What the fuck? He's got no fear. Yep. PK. Helmet off, charge the enemy shouting, "Urrah!"
I got like one shot in the face. Oh, little unit Jack's gone. How much for pussies? Exactly, it's pointless. Didn't save me last time. Right, go on in. Everyone oh, yeah! Are you seeing retro. What's being written up? How did your final stand go? Oh, I'm liking that. I'm liking it. My final stand went pretty good. Oh, well, one we got two, I got three. As three of them crossed my open, I started spraying him and then I heard the magical click. Oh, you forgot you didn't have the PK again. Yeah, and I got shot on for it because the guy turned around and had an MG42. His gun didn't go for it. His gun definitely worked. Shooting the rocket at that group at the beginning. I really wish we could use that axe. You can. Pick it up and I'm pretty sure it's AC to act or score where you yeah. took on my team over to me. Oh, be amazing, just go right through a helmet. Plan, get up. Please put your fucking helmets on. Last we have Doctrine. Please put your helmets on, guys. Someone will forget. Oh, well, you're not, where are you going? Jump on. Oh. Game on, guys. Es geht los. Die dritte Runde für diesen Abend. Und die zweite Runde, in der Opfer angreift. Ben Kuli, Servus. Grüß dich. Lass dich nicht beirren. 10 Minuten Delay, ich hoffe, du hast gelesen. Du siehst oder hörst, besser gesagt. Mein Gruß an dich, erst 10 Minuten zu spät. Aber ich lese trotzdem, was ihr schreibt, in Chat. Opfer jetzt in Bewegung. Was genau? Ah, okay. Hätten sie heute noch einfach danach fahren können. Das wäre vielleicht leichter gewesen. Oh, Guys, hier liegt noch Blut. Blut von letzter Runde. Die letzte Runde hat immer noch ihre Spuren hinterlassen. Opfer fährt los. Diesmal anscheinend andere Taktik als beim letzten Mal. Diesmal geht es anscheinend über den Süden, über den Südwesten. Luft auch ein bisschen anders positioniert diesmal, glaube ich. Hier die Linie ist diesmal nicht ganz so stark. Es gibt wieder da im Norden ein Sporting-Team und eins im Südwesten. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, das will ich jetzt einmal kurz durchzählen. Okay, ja, ich hatte recht. Opfer ist von Anzahl doch deutlich, deutlich höher gerade. Wenn ich das richtig gezählt habe, sind es 18 zu 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Guck mal, ich habe mal erzählt. 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 18, 20, 22, 24. Okay, also 20 zu 24. Vier Leute mehr natürlich. Würde ich sagen, kann ich zum Ende einem Mal mit Angreifern nicht so krass einen Unterschied machen, da du als Angreifer meistens ja doch einen kleinen Nachteil hast. Aber als Defensive in der Verteidigung bist du natürlich mit mehr doch schon deutlich besser auf jeden Fall. Ich wollte mir gerade nur erzählen, weil es mir kam irgendwie immer so vor, wenn ich immer so Blue Force hier so angucke, sieht das immer so aus wie, irgendwie sind das nur 10 Leute, wo sind die alle?
Und Opfer sieht immer so on top viel aus. Vielleicht aber auch deswegen, weil Brufer ja sich deutlich mehr als Teams hier positioniert zum Verteidigen und Opfer da doch meistens eher so 2-1-3 Leute auf einer Stelle hocken hat und dementsprechend mehr spreadet und ja, ganz anders aussieht. Bin Kuli, mir geht's gut auf jeden Fall. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Schön, dass du mal wieder da bist. Kai, ne? Ich weiß deinen Namen noch. No way, man. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest ein paar gute Wochen, seit wir uns gesehen haben. Wie gesagt, es ist die dritte Runde jetzt. Opfer wird anscheinend komplett außen rum fahren. Die fahren extra sehr weit außen rum, um anscheinend in den Westen zu kommen, der wirklich, man muss es tatsächlich leider sagen, ziemlich sehr ungedeckt ist von Blufor. Interessant wird es, ob hier Nomi und Fussel als Spotter da gleich eventuell Opfer sehen könnten. Ich würde sagen, nein, denn holy shit. Denn die haben sich eher so eingraben, dass sie die. Aber hören könnten sie sie? Von hier kann ich ganz gut Westen sehen, ja. Also ich höre sie. Nun, wie gesagt, von hier aus kann er ganz gut Westen sehen. Oh, und da geht's los. Da sitzt Opfer jetzt ab. Anscheinend wirklich komplett von Südwesten. Kompletter Trupp. Der von dort angreifen wird. Numi hat sie anscheinend nicht gehört. Ich habe ganz, ganz leicht den Sound gehört. Ich habe auch tatsächlich bei mir den Sound aber relativ laut gedreht. Hört ihr vielleicht im Feuergefecht. Numi auf jeden Fall eine interessante Position. Wenn er die da halten kann und nicht schnell gesehen wird, dann könnte er da gut spotten Richtung Westen. Fussel hier mit dem MG deckt aber auch eher Richtung Süden. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Opfer liegt jetzt hier los mit dem Marsch nach vorne. Gehen mal hier ein bisschen, tappen mal ein bisschen rüber. Ein Trupp, der hier sehr schön zusammenläuft. Nick Insanity in der Mitte als Spotter. Hier wahrscheinlich der andere Trupp, der zu sehen ist. Und hier beraten sich momentan noch welche. Mal sehen, mal sehen. Warum läuft der hier alleine? Kind of weird, man. Die anderen machen hier richtig schöne Formationen, laufen zusammen und Nick denkt sich so, fuck off, man. Ich habe meine eigene Mission. Trupp, halt! Ja, jetzt wird's interessant. Wer sieht wen zuerst? Die Westflanke, wie gesagt, ich wiederhole es mal, Westflanke von Blufor quasi echt ungedeckt. Die sind wieder auf Osten, Norden so ein bisschen vorbereitet. Aber hier kommt die Armee. Hier kommt Opfer in jede Menge. Guckt euch das an. Ich finde, die sehen halt, na gut, sind halt auch viel mehr, aber sehen natürlich auch vier, nicht viel, sehen natürlich dadurch auch echt mehr aus. Guckt euch das an hier. Im Prinzip ist das hier Blufor, kann man sagen. Und das ist noch der Zusatz. Na gut, das sind fünf, also fast die einer mehr sind hier nochmal. Oh, machen jetzt richtig schöne Formationen hier. Seht es. Schöne Formationen gelaufen hier. Richtig schön die Linie breit gemacht. Hier wird auch gerade die Linie versucht aufzubauen. Sieht sehr gut aus auf jeden Fall. Chief of Toxic, yo, Bro! Nur am Essen der Herr. Gar nicht wahr, ich bin fertig, okay? Wie geht's dir, Chief? Alles gut bei dir. Schön, dass du da bist. Wir sind gerade in der dritten Runde hier. Opfer greift an. Hier gespielt von TTT, Unrob. Und 3CB. Wobei ich glaube, TTT sind, Leute sind, glaube ich, nur bei. Ufo, nicht ganz sicher gerade, muss ich sagen. Auf jeden Fall Anrob und 3CB hier hauptsächlich hier. Die echt, oh, guckt euch das an, wie viele das aussieht. Holy shit, ey. Richtig schöne Lean-Formationen haben wir hier auf jeden Fall. Hier ist ein bisschen ein wilder Haufen. Sind jetzt echt dicht dran an Nomi. Wir gehen mal kurz in Nomi-Position, ob er die schon sehen kann. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter hinten, also ich kann es nicht genau schätzen. Anscheinend ja. Der war schon sehr nah, doch war schon nah. Da haben die Bewegung. Am Horizont. Boah, guckt euch das an hier. Guckt euch das an. Direkt West jetzt, von mir aus. Direkt West? Nomi, da ist nämlich Westen. Nomi, das ist Südwesten. Also Nomi, das mit dem Kompass üben wir nochmal, ne? Und Fussel denkt sich, hä, was Westen? Ich sehe keine Westen. Fuck, wo sind die? Dürfen wir feuern? Holy shit, dürfen wir feuern? Oh Nomi, wenn du wüsstest. Wie viele du da gegen dich hast. Holy shit, man. Holy shit. Und da kommt jetzt gleich richtig Feuer rein, mein Nomi. Holy shit, ob du dir das gut überlegt hast.
Und Boys. Da gehen die ersten Smokes hier davon im nächsten schon aus. Die sind schon sehr dicht dran. Oh, Nomi und Fossil. Oh mein Gott, ich fühle mit euch. Das habt ihr euch nicht gut überlegt. Die sind so dicht dran, Boys. Oh, Nomi, lauf, 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 lauf. Oh. Guys, das habt ihr euch nicht gut überlegt. Und die ziehen sich auf jeden Fall zurück. Richtige Entscheidung hier. Ich glaube, da haben sie sehr schnell gemerkt, dass das sehr, sehr viele sind. Ich bin quasi heute Caster, genau, Chief. Ich schreibe dir ganz kurz einmal, damit du es weißt. 10 Minuten Delay ist es. Der Chat, Mr. Chat ist live. Oh, Alter, Fossil und Nomi, dass ihr es da rausgeschafft habt. Holy shit. Holy shit, guckt euch das an. Guckt euch das an. Alles wird gesmoked. Die greifen an. Die greifen in so einer krassen Geschwindigkeit an. Holy shit. Holy shit. Ob Blufo schon realisiert hat, was hier auf sie zuläuft. Holy shit, guckt euch das an. Der Smoke hier, der liegt überall Smoke. Und ihr werdet ausgetauscht. Munition. Holy shit, ey. Insane. Die nächste Smoke fliegen. Charlie, Command, Alpha hier, alle am Vorrücken. Oh, Opfer führt das Fahrzeug auch nach. Oh, da gehen die AT-Schüsse auf die Gebäude. Wenn die Opfer hier die Nebelwand durchbricht, dann wird hier die Hölle ausbrechen. Holy shit. Oh, ich glaube, die kacken sich hier gerade schon ein. Oh, holy shit. Insane. Krasser Angriff von Opfer hier. Hier fliegen die HEs schon jetzt auf die Position von Bufor. Können die da immer noch die Position halten und nicht wissen, dass sie was hier abgeht? Holy shit. Holy shit. Jetzt hier Nahbereich, Nahbereich. Keine Chance für Destiny hier. Alles voll gesmoked. Einen aber Sergeant Phillip ausgeschaltet. Die HE könnte gesessen haben, aber wir wissen, HEs machen nicht viel Schaden. Retro auf jeden Fall immer noch ab hier. Opfer auch hier im Nahbereich jetzt schon dran. Nein, Gelia, da ist noch kein Feind. Schieß nicht dahin. Oh, da fliegt eine Smoke nach der nächsten. Ein Opfer ist mittlerweile am Gebäude dran jetzt hier. Hier bricht jetzt die Hölle ein. Oh, ich glaube, Gelia hat hier noch einen weggeholt. Hat aber noch Jules, Gelia und Jules immer noch ab. Ah, auch da, er hat auf den Mulz geschossen, der im Nahbereich ist. Oh, wenn die hier, wenn die drei hochkommen, dann haben Genie und Jules ein echtes Problem. Vier Leute mittlerweile dran hier. Aber auch Verluste auf jeden Fall. Oh, die HE war on point. Jules down. Jules down. Und damit ist das Haus offen. Und Opfer nimmt Control. Hier mittlerweile. Da, oh, da sind sie dran. Am Gebäude. Holy shit. Wir gehen mal Richtung Eingang. Der müsste, glaube ich, hier sein. Der momentan noch gehalten wird. Leck mich fett, Guys. Lufo jetzt einmal unterstützen hier von der Außenseite. Die beiden über die Flanke können auch noch ein bisschen was reißen. Aber sobald die Gebäude genommen sind, war es das, glaube ich. Ich glaube auf jeden Fall, Lufo hat mittlerweile verstanden, was hier abgeht. Und alle rücken jetzt hier zurück. Wird überrannt. Oh, hier nochmal starke Verteidigung von Nomi hier. Und Hilde. Ich glaube, Nomi ist aber... Oh, die HE. Nomi aber auch downgang. Hilde hält immer noch hier die Position. Hält den Eingang. Ah, schöne Bufa-Schüsse hier jetzt von Salvei und Hedy wahrscheinlich. Oh, Bufa jetzt aber auch hier nochmal unter Feuer hier von der Seitenflanke. Insane, guys. Insane Angriff. Holy shit. Ufer nimmt jetzt an, Opfer nimmt jetzt an beiden Positionen im Opfer jetzt hier die. Nimmt Opfer jetzt hier ein. Karl Baker hier von TTT. Versucht hier auf jeden Fall den Seitenangriff. Könnte hier richtig gut in die Flanke reinlaufen. Und hier richtig was ausschalten. Komm schon. Komm schon, Karl Baker. Peek rum.
Oh, er kommt zu spät! Die fließen bereits ins Gebäude ein! Oh, komm mal wieder raus! Ja, wenn er jetzt rumkommt! Peek rum, peek rum! Jetzt hat er sie gesehen. Er müsste sie gesehen haben, dass sie reingelaufen sind. Peekt jetzt wahrscheinlich auch hinterher. Und könnte da jetzt richtig aufräumen. Oh. Den ersten. Den zweiten, hinter der Tür. Schön gemacht. Karl Baker hier von der TDT. Holt den zweiten Point zurück. Rufe wieder momentan unter Kontrolle. Wie sieht's hier aus? Holy shit, guys. Es ist immer noch so viel Smoke hier. Jede Menge Opfer, immer noch außerhalb der Gebäude, ballern um ihr Leben, haben hier aber auch wieder das Gebäude betreten. Über dem, oh, Fussel hier, wieder der gleiche Fight wie letztes Mal. Oh, Fussel muss laden. Oh no, Fussel, dass du dich nicht gekriegt hast, schade. Jede Menge Opfer, jetzt an dem Gebäude dran. Rufo jetzt unter Pressure, muss den Punkt zurückholen hier. Oh, hier, wer ist das? McDiot hier, mit der Flanke. Kriegt aber auch richtig viel Beschuss. Oh, und da sitzt der Schuss von... Alter, wie sieht der den denn? Holy shit. Ah, er steht... Nee, warte mal, er steht unten. Ah, nee, okay, er hatte sich tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, ey. Nice, nice, nice. Holy shit, Alter, was für ein Fight. Krass, Mann. Was ist mit Hilde? Hält er immer noch ab. Er hält den Eingang. Aber Opfer hat immer noch Kontrolle. Ist jetzt am Gebäude dran. Wenn Hild den Eingang halten kann, dann kann das was werden für Opfer. Tür geht auf. Ah, keine Chance jetzt für Hilde. Aber trotzdem schön gemacht von Hilde. Zählt immer noch ab. Wird jetzt aber überrannt werden und überschossen werden. Puzzle mit dem MG, immer noch ab. Jawohl, Puzzle, gib jetzt auch was. Ah, so close. Aber Puzzle hier, starke Leistung mit dem MG im Gebäude hier nochmal. Aber Opfer jetzt hat das Gebäude. Holy shit, Alter, was für ein Fight. Guckt euch das an, die Leichen hier überall. Insane, Alter, insane. Bufo hat auf jeden Fall noch Leute. Bufo hat noch richtig Leute. Guckt euch das an. Es sind 4 Opfer, aber alle im Gebäude. Bufo muss jetzt Gas geben, an das Gebäude ran. Müssen sie sich beeilen. Das sind die einzigen, die noch übrig sind von Opfer in dem Gebäude. Aber Bufo muss an das Gebäude ran. Sie müssen die Sektion wieder kontrollieren. Und dann müssen sie sich beeilen. Sie wissen natürlich nicht, dass Opfer komplett außerhalb ausgefallen ist. Aber sie müssen es jetzt riskieren, weil sonst ist hier gleich gecaptured von Opfer. Karl Baker mit dem Vorschuss hier. Ist gleich am Gebäude dran. Ich hoffe, es gibt kein Friendly Fire. Auf Karl Baker jetzt hier. Am Gebäude dran. Bufo muss mit mehr Leuten ran. Sie müssen ran. Sie haben noch genug. Es sind noch 2, 4, 6, 8, 9 Leute dran. Karl Baker ist hier. Ob er den Eingang halten kann, beziehungsweise hier reingehen kann. Ich denke mal, hier steht bestimmt schon einer. Momentan nicht. Es guckt auch keiner auf den Eingang momentan. Doch, sorry, ich vergaß. Joel Pitar hier und liegt hier unten mit dem MG. Unter den ganzen Leichen. Sie müssen ins Gebäude ran. Wenn sie noch länger warten, das ist nicht gut, wenn sie warten. Hier wird nochmal Munition ausgetauscht, hier zwischen den Gebäuden. Das ist echt die Frage, kann Karl Baker hier sich... Es ist sau schwer hier, den überhaupt zu sehen, der da unten liegt. Hat auf jeden Fall die Ruhe selbst bisher hier, Joel Bitar. Oh, Karl Baker, guck nach unten. Guck, ob da einer liegt. Ah! Oh, er kriegt ihn. Holy shit, man. Insane. Karl Baker. Was für eine Aktion hier. Gut reagiert hier. Direkt hier Joel Bitar ausgeschaltet. Und immer noch am Leben. Es müssen jetzt nur noch 2 Opfer sein. Blue 4 regain control. Drixflake schafft es rein. Jetzt ist Blue 4 in dem Gebiet wieder drin. Hat die Kontrolle wieder. Opfer jetzt hier in den Zwang, etwas zu machen. Kurz mal in die Treppe gerutscht. Wir haben immer noch 2 Opfer jetzt hier. Die beiden letzten Mann. Blue 4 könnte sich jetzt entspannen und einfach die Position halten. Die Zeit ist jetzt auf ihrer Seite. Aber so wie ich sie kenne, wollen sie mehr. Sie wollen mehr, wollen da rein. Sie wollen das Gebäude zurückerobern. Glaube ich zumindest. Wir werden es sehen. Momentan die Zeit auf jeden Fall auf Blue 4s Seite. Kein Friendly Fire jetzt machen, Guys. Position halten, vielleicht den Smoke weglaufen lassen.
und einfach gucken, dass Opfer sich bewegt. Alter, aber holy shit, was für ein Angriff von Opfer. Insane. Krass gemacht, die Smokes, die Lagen, die Angriff mit einer Zuversicht auf die Gebäude zugerückt. Das hatte schon echt Style, muss man echt sagen. Krasse Aktion von denen. Einer links, einer rechts. Oh, das war's für Karl Baker. Der hier sehr, sehr gute Aktionen gerissen hat, auf jeden Fall. Das ist genau das, was ich sage. Bluefall will mehr. Die geben sich damit nicht zufrieden. Oh, und auch Schmerzkicks hier, der hier ausgefallen ist. Bluefall, einfach nur warten, einfach nur entspannen. Oh, TTT Dings Baker ist noch ab hier. Einfach entspannen, lass die Zeit für euch wirken. Lass die Zeit dafür euch wirken. Oh, guckt euch das an, der Winkel hier von Xialot. Auf die Tür. Ich wollte gerade sagen, entspannt euch einfach. Wartet einfach ab. Oh, die geht, glaube ich, nicht rein, oder? Ging die rein? Nope. Oh, doch, okay. Aber nichts getroffen. Guter Wurf von Reacher. Holy shit, man. Nice Wurf. X-Wag, macht die Tür wieder auf. Warum wollt ihr das? Ihr habt die Vorteile auf eurer Seite. Warum, Geist? Wartet doch einfach ab. Tut es nicht. Tut es nicht. X-Wag will es. Er will es. Oh, es könnte ein Treffer gewesen sein. Ja, war ein Treffer. Cielo down. Ich weiß nicht, ob tot. Last Man Standing von Opfer. Momentan auf jeden Fall ist hier Alejandro. Der spanische Schwede. Oh, die AEs fliegen jetzt rein hier in ihn. In sein Gebäude. Die wollen den Vorschuss. Bufa will es. Die wollen es. Die können nicht ohne. Also ich hab nicht erwartet, also dass überhaupt sowas passiert, habe ich nicht erwartet, dass Bluefall da nochmal zurückgewinnt, aber wieder sehr, sehr stark gespielt von mehreren Leuten. Eine schöne Einzelaktion, schöne Flanks, aber auch der Angriff von Opfer. Muss man Respekt zollen. Da gehört eine Menge Mut und Kampfeskraft dazu, so einen Angriff durchzuführen und dann auch noch so erfolgreich tatsächlich. Ich glaube, Bluefall hat es jetzt verstanden, dass sie Kontrolle haben und wartet jetzt einfach ab. Es gibt keinen Grund für Bufa momentan das Gebäude zu betreten. Reacher nochmal mit dem Granatenwurf hier. Aber in dem Raum ist keiner drin. Da kriegen sie auch keine Granate hingeworfen. Die einzige Aktion wäre halt wirklich hier über die Treppe nochmal zu gehen und da reinzugucken. Ich weiß nicht, ob KJ das vielleicht sogar vorhat. Einfach entspannen, warten. Guys. Ich meine, ihr könnt auch zu dritt da hochstürmen und hoffen, dass ihr ihn wegrusht. Aber dadurch, dass ich weiß, dass er das MG hat, wage ich zu behaupten, dass das auch schief gehen könnte. Okay, Reacher will es. Oh, die war nicht schlecht, glaube ich, aber geht hier, glaube ich, rum. Trifft ihn vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das getroffen hat. X-Wake hier mit dem Aufmarsch nach vorne. Und holt sich den Kill. X-Wake, nice. Habe ich nicht erwartet. Schön gemacht, Opfer ausgeschaltet. Bluefall gewinnt wieder die Verteidigungsrunde. Aber krasser Angriff von Opfer. Holy shit, insane, ey. Das war heftig. Das war heftig. Und es gibt wieder einen Rundenwechsel. Jetzt wieder Bluefall in der angreifenden Position, Opfer wieder in der Defensive. Der gleiche Spot, den wir eben hatten. Es ist jetzt wieder der Wechsel. Eben gerade hat Bluefall ja komplett aus Südosten als Trupp angegriffen. Und war da eher weniger erfolgreich mit. Hat jetzt hier die Runde gewonnen. Wir schauen mal kurz, was die Leute schnacken. Gehabt zur Tanne, zur Kirche. Also, ich kann mich daran erinnern, wie wir dort verteidigt haben und die Briten angegriffen haben. Okay. Weil die Briten haben uns extrem geflankt, indem die hier einen Squad hatten.
Warte, indem wir hier oben mal einen Squad hatten, auf den Dächern waren und uns Feuerüberlegenheit draufgebracht haben. Und dann einzeln von Süd, West und von Nord, Ost geflankt haben. Aber das entscheidende Team ist hier lang gegangen. Und das hier werden sie wieder ganz hart verbunkern. Ja, deswegen denke ich, lass uns fast as fuck irgendwie von hier rangehen. Mit Nebel, groß. Vielleicht sogar mit allen Teams, I guess. Komplett voll Nebel und dann an die Capture-Gebäude ran. Wir werden verdammt viel im Süden haben. Wir müssen in der Zeit. Wir werden auch wieder auf dem mittleren LKW aufsitzen. Mehr Infos gibt's noch nicht. Angriffsplan ist, glaube ich, noch in der Mache. Bitte diesmal nicht aus Südost. Nicht wieder. Ein drittes Mal muss es halt sein. Ich find's halt blöd, von da ran zu gehen, weil du musst so viel sichern. Ja. Ich glaube, das Schlauer ist in dem Fall, möglichst schnell einfach aufs Gebäude drauf. Also ja, die haben uns denn gekriegt letztes Mal, als wir von da kamen. Richtig, die kamen so von denen, okay, die waren natürlich auch die Angriffsrichtung, aber wäre ja für uns auch kein Problem, oder? So, mit dem Fahrzeug ist ja schnell. Also, wechseln. Mit Fahrzeugen macht keinen Spaß. Nee, aber so rum hier. Also, ja, weil die werden ihre Gräben hier haben. Equipment, customized loadout. Ich finde eh krass, wie viele Gräben die da graben so schnell. Doch. Das eine Gebäude, das ist absolut eingekryptet. Die haben sicher Grabgeräte. Ja, am besten ist Alpha geht hier so rein, Bravo hier ziemlich koordiniert gleichzeitig dann. Also da, ich weiß nicht, ob man es einzeigen soll, 1000 Gräben. Darüber. Okay, weil meins ist richtig beschissen. Ja, hatte ich eben dann auch da. An der Tür. Da bist du weit weg, ne? Okay, ja, es ist genau ein ominöser blauer Pfeil erschienen. Das Spalte ist direkt im Ring gewesen. Das wolltest du bedeuten. Alpha Centauri. Ja, die Visiere sind alle ziemlich räudig, finde ich. Die G96 ist auch räudig. Ja. Ist alles scheiße. Ich schieße einfach in Zukunft nur noch mit dem RPG. Weil ich auch nicht verstehe, warum man eigentlich als Deutscher. So, dann. Wir sind doch nicht Deutschen, oder? Wir sind auch keine Deutschen, oder? Nicht? Wie in Finnland oder so? Ja, ich glaube auch. Wir sind ein Mix aus irgendwas. Ja, aber ja, im Forum steht ja Deutschland. Die Grünen. So, dann einmal kurz hergehört. Wenn nichts anderes noch angesagt wird, werden wir es so machen, dass wir bis zu diesem Punkt hier mit dem LKW fahren. Oder bis zu diesem Punkt eher, weil hier könnten auch schon Leute drin sitzen. Dann hier einmal schnell in die Gebäude kurz reinschauen, dass da nichts in unserem Rücken ist. Könntest du ja das dann da nebeln sollen? Ich gehe mal von aus. Ich weiß auch nicht. Dann hier zügig unter Nebel rüber bewegen und dann hier das Gebäude nehmen und halten. Ja, genau. Das sind zwei Gebäude, wichtig. Würde ich. Genau, ja, genau. So wird hier. Das heißt aber eher, dass das halt. Oder? Ja. Ja, wir fahren bis hier hin. Du hast hier die Erhöhung und kannst von hier oben kannst in die Gebäude reinschauen. Ja. Vom 21. Da werden die garantiert drauf sein. Da waren auch Bunkerstellungen vorhin. Weiß nicht, ob die da hinschauen können. Oder wirklich den Übergang. Ne, ich nehme an, dass hier den Übergang, weil es relativ frei ist da. Und dann, was machen wir dann? Dann bleiben wir stehen und schießen oder rennen wir durch? Oder? Nee, dann, also ich weiß nicht, wie viele Verluste wir kriegen, aber ich hoffe mal keine. Dann bewegen wir ganz schnell hier rein, nehmen die beiden Gebäude und halten die. Ich verstehe mal, wir nebeln hier und dann rennen wir durch den Nebel durch. Wäre schlauer, den Nebel rüber zu fischen, also, dass wir konstant eine Nebelwand vor uns haben. Okay, alles klar, wie viel Rauch hat denn so meine ich. Oh ja, dieses Fenster ist mies, das hat vorhin. Ich hab dreimal Rauch. Also dann machen wir es so, ne? Ja, genau. So, also erste Phase Nebel, zweite Phase Nebel. Ja, also dass hier der Berg auf jeden Fall auch abgedeckt ist. Du bist ja mit Hast du nicht so einen Unterlauf-Granatwerfer? Zementier die doch einfach voll mit dem Zeug. Ja. Ach stimmt, ich kann du ja hast doch alle Farben, also gib ihm. In die Stellung, dass die also nicht mehr sehen. Grenadier hat 6-mal weißen Nebel. Ihr werdet es nämlich gerade gesagt, glaube ich. Das habe ich mir tatsächlich gerade mal aufgeschrieben, weil ich das tatsächlich tatsächlich besser finde, wie es Opfer gemacht hat, also die Schweden und so gemacht haben. Die smoken nämlich auch vor allem die Stellung, in denen die Leute sitzen, damit die Leute sich rausbewegen müssen und da nichts mehr sehen und nicht einfach den Vormarsch, sodass man dann doch irgendwann durch die Smokewand durchkommt und da eben nichts mehr sehen machen kann. So, gucken wir uns mal Opfer an. Okay, Opfer auf jeden Fall wieder dasselbe Spiel wie immer. Einzelne Spotter überall stehen, da steht einer alleine, da zweier, einer ein bisschen weiter entfernt und hier sehr weit entfernt zwei Leute einzeln im Süden.
Also ich glaube, also und sonst extrem viel hier. Die Flanke hier wird wieder komplett gedeckt und hier die Westflanke auch. Also ich bin sehr gespannt, wie es diesmal laufen wird. Was sich Blufo jetzt ausgedacht hat, um dagegen anzugehen. Ja, schauen wir mal ganz kurz rein. In Opfer. Wo ist der einzelne Mann? Da, wer ist denn das? Gucken wir mal kurz. Wo ist er hin? Sam Cord. Mit der AT hier. Vielleicht soll, ist er auch hier hingeschickt worden, um eventuell ein Fahrzeug abzufangen. Nobody knows. Nobody knows. Dann ich mir noch alleine hier auch wieder stehen. Joe MP. Dann hier wieder eine starke Verteidigungslinie wieder aufgebaut, so wie beim letzten Mal. Im Prinzip ziemlich gleich. Hier noch ein Zweierteam, das allein da Richtung Westen deckt. Hier nochmal wieder eine alleine an den Gräben stehen. Hier dann ein Trupp in der Verteidigung an den Objective itself. Command, der da ganz alleine die Ostseite deckt. Also das, die scheinen anscheinend nicht zu glauben, dass sie von Osten kommen, beziehungsweise die Sicht ist halt auch so gut, dass du früh genug sehen kannst. Und dann eben noch drei Leute, die hier zwei alleine hier in den Gebäuden und dann nochmal ein Typ alleine. Mal gucken, ob der auch wieder AT hat. Jo, auch AT, um ein Fahrzeug eventuell abzufangen hier an der Straßennähe. Wir sind noch nicht in Bewegung, Blufo. Sehr spannende Runden auf jeden Fall, bisher. Und doch, obwohl die Spielerzahl etwas unausgeglichen ist, relativ ausgeglichen die Runden. Sergeant Philip hier. Schauen wir mal, was Buffer sich ausdenkt. Fahrzeug in Bewegung. Ich hoffe sehr, dass sie nicht diese Straße nehmen werden. Sondern eher hier irgendwie so lang fahren. Wenn sie in den Osten oder in den Norden wollen. Ich würde ungern sehen, dass Jules Bitar da den AT-Schuss auf ein Fahrzeug macht und gleich einen ganzen Trupp ausschaltet. Ich meine, das müsste er natürlich auch mehr hinkriegen. Hier durch die Bäume durch. Ein AT-Schuss. Hier wäre es durchaus möglich, glaube ich. Darauf spekuliert er vielleicht auch. Oh, und da haben wir jetzt Blufo in Bewegung. Momentan auf der Hauptstraße, so wie ich gehofft hatte, dass sie es nicht machen. Mal sehen. Wann er sie spottet und ob er sie spottet. Sie fahren direkt auf ihn zu. Jetzt könnt ihr sie hören. Jetzt kommt der AT-Schuss. Insane! Der ging daneben. Oh, hat aber zu starken Verwirrungen geführt. Hat er noch einen zweiten? Interessante Bewegungsrichtung von ihm auf jeden Fall. Dahin bewegen, wo der Feind herkam quasi. Ich weiß nicht, ob sich da ein Blufo verletzt hat oder sogar gestorben ist. Sieht nicht so aus. Wurde natürlich stark aufgeklärt jetzt dadurch. Jupiter jetzt eben mit dem Lonely Flank hier über die Nordwestseite. Der Rest von Blufo ist jetzt auch unterwegs. Ist halt echt nur ein Fahrzeug, ne? Dann sind die halt schon voll. Es sind halt echt nicht so viele. Auf dem Vormarsch, jetzt hier Richtung Gebäude. Stehen direkt unter Beschuss. Reacher ausgeschaltet. Und da drücken stark zurück jetzt hier gerade. Hier kommt schön viel Deckungsfeuer rauf auf jeden Fall, auf das Gebäude, damit Buffer weiter vorrücken kann. Wir wissen natürlich, dass da jetzt ein Opfer drin ist im Gebäude. Danke.
Jetzt ist die Frage, könnt ihr das Gebäude schnell nehmen? Der Eingang ist auf der anderen Seite. Smokes wäre nicht schlecht. Der andere Trupp ist mittlerweile auch angekommen. Auch schon dicht dran. Oh, holy shit, sind die dicht dran gefahren. Lenken natürlich in Anführungsstrichen auch ganz gut jetzt ab, die beiden da. Dass hier eventuell der Vorstoß gemacht werden kann. Das passiert nämlich auch gerade. KFJ ist schon drinne. Der holt beide weg hier. Beste Fahr. Holt ja beide Bufer weg. Und pusht direkt raus. Um das Gebäude rum. Steht gleich direkt vor Pelle hier. Oh, das hat ihn sich nicht gelohnt für ihn auf jeden Fall. Da wurde er weggeholt. In der Zeit, der Vorstoß von Bluefer kann hier rund ausschalten. Double-tapped auf jeden Fall, Geist. Die Opfer stehen so habe ich wieder auf. Und damit haben sie das Gebäude genommen. Zwei Leute verloren, wenn ich das richtig sehe. Oder nur ein. KFJ, glaube ich, nur verloren. Und im Ranlaufen Reacher auf jeden Fall. Schade, Reacher. Oh, Julbitar im Rückraum hier. Mit dem Flank kann hier Salve wegholen, Civet wegholen. Oh, Bluefer am Gebäude dran derzeit. Holy shit, guys, was haben wir hier verpasst? Bluefer hier auch unter Smoke, ähnlich gemacht wie Opfer gerade. Am Gebäude dran. Zayt holt jetzt Sail weg hier. Aber immer noch zwei Opfer da im Gebäude. Zayt auf dem Rheinmarsch. Hier sind aber noch Opfer drin, glaube ich, oder nicht? Nee. Keine Opfer drin, die beiden hier draußen sind ausgeschaltet. Nomi im Nahkampf gegen die anderen beiden hier wird auch ausgeschaltet. Aber Bluefer jetzt am Gebäude dran, kann das Gebäude momentan nehmen und halten. Jetzt ist natürlich Opfer wieder in der Position anzugreifen. Das machen sie auf jeden Fall auch. Gucken wir mal ganz kurz hier hinten hin, was mit Julbitar ist. Der wurde mittlerweile anscheinend gespottet und ausgeschaltet. Bluefer somit das Gebäude mit starken Verlusten auf jeden Fall genommen. Und ist jetzt hier dran. Jetzt ist die Frage, ob sie das Gebäude halten können. Wer ist hier noch ab? Schauen wir ganz kurz mal, machen wir so eine Übersicht. Fuzzle, Hedy und Bad Destiny. Die versuchen jetzt hier das zweite Gebäude wahrscheinlich noch zu nehmen. HE ist da rein, wäre nicht schlecht. Oh, komm schon, Nomi. Sieht den ersten. Oh, Lul ist stark unter Beschuss. Schön, schöner Zugriff hier von Bluefer. Oh, noch einer drin. Oh, den kann Fuzzle nicht mehr holen. Nomi, glaube ich, auch down. Aber zwei wieder weggeholt. Ein Opfer da noch am Leben. Und momentan keiner mehr in der Nähe. Die sind alle ausgeschaltet. Also selten momentan mit Jules die einzigen im Gebäude. Jetzt hier aber Dalki. Nochmal von der... Mit der Night Vision Side hier. Von der anderen Seite. Versucht den Vorschuss. Immer wieder einzelne Leute von irgendwo angekommen kommen. Wird jetzt aber eventuell hier unterdrückt von den Gebäuden da hinten. Jetzt verstehe ich auf jeden Fall deren Plan, was deren Plan war. Sie haben wirklich versucht, halt die Gebäude jetzt zu nehmen, von dort ein Deckungsfeuer zu geben, auf die Parteien, die hier in das Gebäude reinkommen. Leider unter sehr, sehr starken Verlusten. Und normalerweise müsste Bluefer jetzt gerade das Capturing verloren haben. Und ich glaube, das wissen sie auch. Und deswegen stehen sie gerade auch still und machen nichts mehr gerade. Ja, Opfer regain control. Jetzt haben sie es. Jules und Zayt jetzt hier unter Druck auf jeden Fall. Ist wichtig, dass sie jetzt einen ausschalten hier und die Treppe halten können. Oh, da kriegt der Beschuss rein. Reicht aber nicht. Die Bluefer rücken, glaube ich, los. Ich glaube, die haben es verstanden, dass sie hin müssen. Unterstützen müssen. Oh, ins Gebäude rein.
Werd hier aber sofort gesehen von Jules hier. Schön weggeholt und damit müssten sie gleich wieder Kontrolle haben. Nur noch Dahlgreen, glaube ich, hier im Nahbereich. Oh, die zu Fuß anrückenden Blufer kriegen jetzt hier richtig den Sack voll. Ja, Zade und Jules, die müssen die Position jetzt hier halten. Haben aber hier schon wieder den nächsten, der wieder alleine hier angelaufen kommt. Von der nächsten Richtung. Ne, zwei sind es da. Auch nochmal zwei, die nochmal weit rumflanken werden. Oh, schwierig, schwierig, Guys. In der Zeit genieße ich mal kurz ein Eis, um die Spannung abzukühlen. Die Hitze, die hier in der Luft hängt. Ja, ein bisschen ASMR für eure Ohren. Oh. Das war Jules. Insaner Winkel. Und Zade auch weggeholt. Schade. Damit ist das Gebäude verloren. Ja, und wir haben noch, schauen wir auf die Map. 1, 2, 3, 4 Blue 4. Gegen noch jede Menge Opfer, die wieder... Oh, die guckt jetzt an. Da einer, da einer, da einer, da einer, da zwei. Und hier noch drei. Extrem gesplittet sind wieder. Überall stehen. Da wird für Blue 4, glaube ich, nichts mehr zu holen sein. Aber auch kein schlecht geführter Angriff von Blue 4 tatsächlich. Es waren einfach doch zu viele Verluste dann. Gerade hier hinten waren die Verluste enorm, dadurch, dass die Einzelflanks hier außenrum waren von den einzelnen Opfern. Ja, jetzt haben wir nur noch X-Ray, haben wir hier noch. Erik und Nico. Mal gucken, ob die noch was leisten können. Ich glaube eher nicht. Ich hoffe, es ist nicht zu erotisch, wie ich hier mein Eis lecke. Nicht, dass ich nachher noch dafür einen Bann kriege. Too much erotic. Ja, Opfer kann jetzt wieder chillen, sich entspannen. Während hier die drei Blue 4 nochmal alles geben müssen. Ah, X-Tag läuft da auch gleich hier in die Flanke von den beiden da rein, die... Okay. Die nochmal mega weit rumgeflankt sind und X-Fell gleich im Rücken hat. Wird momentan auf jeden Fall nicht gesehen. Weil sie gucken momentan in Richtung Gebäude. Jetzt könnten sie ihn gleich sehen, wenn sie sich ein Stück noch nach rechts drehen. Oh, X-Track! Ah, da hätte X-Track sie fast gesehen. Jetzt kann X-Track Beschuss rein. Hm. Drei. 2, 1. Schade, X-Track. Gut reagiert noch. Wen haben wir hier noch? Wie sieht es mit Nico aus? Und Erik auch down. Beide down. Nee, Nico noch ab hier. Nico last man standing ist hier. Nico, du hast nur noch 2, 4, 7, 8, 9. Das ist 3. 12 Leute gegen dich. Das schaffst du, Nico. Intense Nico Fight incoming.
Also ich glaube, er hat schon ungefähr so viel Problem, dass egal in welche Richtung er sich bewegt, die ihn auf jeden Fall sehen werden. Und dann hat er nur noch 300 andere Leute, die sämtliche Winkel abdecken. Oh, die war ein bisschen kurz, die HE. Leider auch die. Er wagt es aber, er wagt es. Dürfte gleich gesehen werden, denke ich. Genau jetzt. Oh, armer Kerl. Okay, das war's. Ja, kein schlechter Angriff von Blue Four. Zu viele Verluste aufgrund der Einzelflanks hier hinten. Und auch zu viele Verluste nachher hier. Ja, schade. Aber ein guter Versuch, gut verteidigt auch wieder von Opfer, muss man sagen dann. Die immer wieder sehr, sehr starke Flanks mit einzelnen Personen oder mal zwei Leute, meistens aber doch einzelnen machen. Und dementsprechend dann da immer wieder mehrere Leute wegholen. Immer so quasi ein 2 gegen 1 oder 3 gegen 1 Trade rausholen. Ja. Lebt noch einer? Nein. Ich würde sagen, der Server müsste gleich erkennen, dass Blue Four tot ist. Oder auch nicht. Interessant zu sehen, auf jeden Fall, wie viele Leichen hier schon wieder liegen. Holy shit. Und wieder gewinnt Blue Four jetzt. Opfer meine ich. Und es ist quasi wieder das Rematch. Ich weiß nicht, ob jetzt noch eine Runde gespielt wird. Ich denke mal aber schon. Es ist jetzt kurz nach 10. Es kann sein, dass jetzt, ob jetzt das noch eine gespielt wird, ist quasi jetzt wieder sozusagen immer wieder jetzt wieder die erste Runde, in der wir gerade wieder sind jetzt. Gehen wir mal zu unseren deutschen Freunden. Last round. Sides agree on case fire. Schönen Geburtstag, Salmai. Komm, bitte runter. Oh. Holy shit, Pelle, das war close an Erik vorbei. Ja, ich kann es verstehen, Salmai sagt jetzt hier gerade, dass er vielleicht zu lange ist, ist ja heute unser Geburtstagskind. Von daher verständlich. Ist natürlich schlecht für, ich glaube, da ist auch einer von TTT, ist glaube ich gerade auch noch gegangen. Ist natürlich schlecht für Blue Four, die dann nochmal einer weniger sind. Ja, genau. 18 Leute. 18 gegen 24. 6 Leute weniger jetzt. Ob sie das noch rumreißen können, I don't know. Nochmal wieder die gleiche Position, die Blue Four jetzt verteidigen muss. Opfer muss wieder anrufen. Anrufen. Angreifen. Gucken, ob sie wieder so eine Hardcore-Taktik machen wie eben gerade. Ich glaube, das werden sie nicht nochmal machen, auch wenn es die letzte Runde ist. I don't know. Mal sehen, mal sehen. Ja, weil wir nicht wissen, wo die lang sind. Die haben Fahrzeuge. Ja, wir laufen einfach zu gehen im Spawn hoch. Gut, ja, grün, rot, mir hinterher ist. Auf Richtung Südwest. Komm, nimm, geh mal rot, geht mit. Grün geht mit. Blau? Das letzte Match auf der Blau, ich bleib auch bei mir. Hilde, geh mal umdrehen mit am besten. Das ist auch rot. Ja, okay. Richtiger Abschluss. Also. Ja, so verstanden. Wir hatten gerade beschlossen, dass wir einen Feind aggressiv angehen werden. Aber ihr macht das da im Norden. Dann spielt dann am besten keiner am Spot, oder? Nee. Wenn sie durchkommen, dann haben sie es verdient. Wahrscheinlich machen sie dann wieder Westen auf die Straße. Frage, die anderen gehen anscheinend, ich weiß nicht. Die anderen gehen nach Norden und wollen da an der Linie warten. Ah, fuck, ich bin im falschen Ding. Goddammit. Ich bin im falschen Kanal. Ja, du funkst noch. Wo genau geht ihr denn jetzt hin? Ihr geht Richtung Südwest an die Kreuzung, dann die kleinen oder? Was denn? Lass ich mal eine Gruppe machen, wir ziehen gar nicht. Macht ihr doch mal Südwest und nehmen wir Süd. Okay, wo wollen wir denn einfach hier hin? Ja, klingt gut. Oder Osten? Ich weiß nicht. Okay, guys, Blue Four auf jeden Fall mit einer sehr interessanten Taktik jetzt.
Gehen wir mal zu Opfer, die ja auch in der Vorbereitungsphase sind. The MG42 just scares you the fuck away. What are they using? G3s? No. G36. They're not 7.62, are they? No, 5.56. Yeah, the MG. For that. Yeah, but they're rate of fire. 5.56, and though. We've got 5.45 in these. Oh, okay. I'm not sure if you guys have something similar, but I'm fucking dying this in the weird ways. Oh, this nope. The like, last round is the I think third time I managed to survive a whole round. I'm still fucking shaking really because of all the adrenaline. Because my body makes so much adrenaline, I start to shake, and it doesn't know what to do with itself, so I constantly shake. I forgot it to pass off. Yes. Spitfire, go to Joe. It seems like the higher level the building, right? I think you have your horror. We've got presents for you. Guys, drop your AT. Give them to him. What? Merry Christmas. Basically, we're just gonna hammer the shit out of the buildings with AT and hopefully they crumble. Have fun, boys. We go. Alright, guys, Rivik. Okay. Ich habe leider nichts von dem verstanden, da ich absolut kein Schwedisch kann, was genau sie vorhaben oder machen werden. Das Englisch war teilweise auch schon so, dass ich. Boah, okay. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt, was hier jetzt passieren wird. Und wo sie langfahren werden. Ob sie eventuell schon relativ früh auf Buford treffen werden. Die jetzt hier anscheinend in ganz anderer Taktik fahren werden. Mal sehen. Wir bleiben mal kurz hier auf den Opfer, um zu sehen, welche Richtung sie einschlagen werden. Und dann schauen wir gleich mal. Es ist wie gesagt auf jeden Fall die letzte Runde jetzt. Also die fünfte Runde mittlerweile. Es ging ja immer hin und her mit den Teams im Angriff und verteidigen. Von daher mal gucken, was jetzt passieren wird. Fahrzeuge werden besetzt. Anscheinend noch ein bisschen irreführend hier. Manche Leute wissen noch nicht so ganz wohin anscheinend. Einer fehlt. Und los geht ihr Spaß. Keiner besoffen hier. Kurz mal abhanden gekommen. Opfer fährt anscheinend über Norden wieder. Leicht querfeld ein. Ziemlich weit über Norden, so wie es aussieht. Der Jump hier.
sind sie mittlerweile? Sie sind sehr, sehr weit im Norden. Holy shit. Relativ weit auseinander. 50k vorweg. Oh, fast ein Unfall. Er hat mal schnell eine Handbremse reingehauen, glaube ich. Damit er nicht reincrasht. Wollen die komplett außen rumfahren? Holy shit, guck dir jetzt mal an, was für ein Circle die da rumfahren. Und was ist der Objective? Wo genau wollen sie jetzt hin? Frage ich mich. Wo genau wollen sie hin? Wir sind immer noch relativ weit entfernt. So, da wird es jetzt Richtung Süden, Richtung Objective gehen. Oh, was ist da hinten passiert? War es ein Unfall? Kurz Wagen abgewürgt. Bleiben hier schon stehen? Setzen die echt da ab? Oder wird nur einer umgeladen anscheinend? Vielleicht saß einer falsch. 6-9. I'm giving the command net, they nearly hit us. Da fehlte wohl die Frequenz. Yep, perfect. You're good, cool. Radio check, Joe. Okay, dann würde die Fahrt wahrscheinlich gleich weitergehen. Die ersten sind da schon abgesessen. Ziemlich weit weg bisher. Gucken, ob die Truppenfahrzeuge jetzt beide da auch noch hinfahren. Ja, sieht so aus, als wenn die in die Richtung fahren würden. Die fahren da komplett außen rum. Vielleicht warten die doch nur und wollen dann noch vielleicht da ran. I don't know. Yo. Feet high life. High life. Vielen Dank für den Follow, Bro. Du siehst es leider erst 10 Minuten später. Aber ich danke dir für den Follow. Sehr nice von dir. Vielen, vielen Dank. Morgen zu gewohnter Zeit auf jeden Fall wieder live. Ohne Delay. Und die beiden fahren auch weiter. Flanken anscheinend komplett rum. Komm halt, guck dir das an. Blufo ist so aufgestellt und Opfer fährt wahrscheinlich wieder hier rein. Hier ran und geht da rein. Seht so genau, der genau da, wo kein Blufo steht. Kind of witzig, muss man sagen. Opfer sitzt ab. Anscheinend geht's von hier zu Fuß weiter. Sieht ganz so aus. Oh, nice guys. Holy shit, guckt euch das an. Die werden hier reinlaufen. Da wo kein Buffer steht. Da werden sie reinlaufen. Nice.
Hm, schauen wir mal. Digga, dieses Night Vision. Keine Fahrt nervig. Warum komme ich da mal drauf? Wenn ich M drücken will, fettfinger ich da immer auf N drauf. Hätte ich mal kurz Richtung Objective gegangen, zu gucken, nicht, dass da schon einer ist, wahrscheinlich so ungefähr. Ich glaube, die wundern sich auch so ein bisschen, dass sie keinen sehen bisher. Oh, wenn du wüsstest, dass die alle hier sind, dass die alle im Westen sind. Oh mein Gott. Auf jeden Fall läuft Opfer jetzt zu Fuß los hier, die meisten alle zu Fuß. Hier oben ein Team hier noch und die irgendwie wahrscheinlich so als Spotter so ein bisschen gedacht, die direkt zum Objective fahren oder vielleicht sogar noch anhalten. Objective ein bisschen unter Feuer nehmen sollen. Ich könnte Blue 4 hier sehen, wenn sie die Straße hochgucken. Gelia könnte sie gesehen haben. Werden wir gleich schauen, wenn die gleich Beschuss reinkriegen. Da die anderen noch nicht in die Richtung gucken, würde ich sagen eher nein. Oh nein, diese Sicht reicht nicht für Gelia hier. Glaube ich, oder? Gelia, sprich, hast du sie gesehen? Ich glaube nicht. Er hat sie nicht gesehen. Okay, gucken wir mal wieder. Wir rücken weiter vor. Holy shit. Kind of weird, man. Vielleicht wollen sie doch gesehen? Ich glaube nicht. Die werden sie nicht sehen. Die werden vorrücken und die werden sie nicht sehen. Der Trupp ist völlig unnötig da. Der muss nachher über das Objective zurück. Ah, die müssen ja jetzt reinflanken. Das könnte ganz interessant werden. Und die müssten nachher ausharren, bis die vorbeilaufen. Dann könnte es ganz interessant werden. Und die haben total verloren momentan, die beiden Teams hier. Vor weiter hier am Vormarsch. Auf dem Vormarsch. Hm. Ich glaube, die wundern sich auch, warum sie noch keinen sehen. Vielleicht hat Gelia sie jetzt doch gesehen. Trotzdem bleiben immer welche hinten im Rückraum. Um quasi zu gucken, dass da keiner flankt. Ja, ich glaube, Gelia hat sie doch gesehen, so wie er gerade hier guckt. Und die sich auch alle nach da ausrichten. Gucken, da könnte gleich was gehen. Ja, die werden sie auf jeden Fall gesehen haben. Muss so sein. Frage ist halt, ob sie dicht genug dran sind oder wirklich Feuer zu machen, Druck zu machen. Oh, die könnten natürlich jetzt auch gleich gespottet werden von denen, die ja noch ein bisschen weiter im Rückraum sind. Hat Gelia aber eine interessante Position gleich auf jeden Fall. Der gerade so ein bisschen Solo-Flank hier macht. Kein Feuer bisher noch. Free Sauerkraut. Oh, guys, holy shit. Das haben wir gar nicht gesehen. Die sind ja direkt voreinander, die Teams.
liegen hier alle in der Senke. Keiner bewegt sich, noch mega ruhig hier. Oh, jetzt könnten sie hier auch gespottet haben. Wo geht gleich das erste Feuer? Da oder da? Doch nicht gespottet, wenn er sich wieder wegdreht. Ob sie die hier die Buffer schon gesehen haben im Compound? Könnten hier den Flank jetzt außenrum machen, wenn sie die gesehen haben? Wenn sie die gesehen haben. Oh. Oh, Gelia. Er will das Fahrzeug sich holen, glaube ich. Aber da sitzt noch einer drinne. Da sitzt noch einer drinne. Oh, Gelia, wenn du schießt, muss das ein Safe-Kill werden. Oh, jetzt steigt er aus. Legt sich hin und dreht sich auf einmal in die Richtung von Gelia. What the fuck? Holy shit. Schön gemacht, Gelia. Keine Ahnung, wie er den gesehen hat. Oder woher er das auf einmal wusste, dass er sich da umdrehen muss. Und jetzt geht das Feuer los. Jetzt geht das Feuer los. Lufo hier jetzt mit dem Beschuss auf Opfer. Aber die breite Linie, guckt euch die Linie an. Sehr, sehr breite Linie hier. Das wird schwer für die vier Ufer da was zu reißen. Oh, während die hier gleich im Rückraum sich das ganze Team aneignen, wenn die gleich schießen und das Feuer eröffnen, wird einiges an Munition wieder ausgetauscht. Gelia da jetzt am Fahrzeug, könnt ihr gleich richtig reinhalten in den Rückraum von den Ufer. Und genau das macht er auch, ja. War leider anscheinend sehr ungezielt. Oh, hier ist jetzt los. Oh, die haben anscheinend zuerst da auf den Blue geschossen. Rücken jetzt auf das Gebäude vor. Und jetzt können die hier die Flanken machen. Interessant auf jeden Fall. Holy shit, ey, das sind interessante Fights hier gerade. Aber ich glaube, hier ist, der ist lost. Wer auch immer es ist. KFJ, Bro. Ich glaube, du bist lost, wenn du nicht sogar schon down bist. No, du lebst noch. Hau da ab. Hau da ab, wenn du kannst. Oh Gott, KFJ jetzt hier umsingelt. Holy shit. Ich glaube, die haben ihn aufgegeben. Hier die Bravo-Jungs. X-Ray, Reacher, Schmerzkicks. Ich glaube, da ist für KFJ keine Hoffnung mehr. Der hat, glaube ich, der hat sein Leben verwirkt. Ja, Opfer jetzt hier im Vormarsch, haben die Kontrolle über das Objective. Sind halt doch da durchgekommen. Gucken wir mal kurz hier hin. Hier wird auf die Entfernung weiter Munition ausgetauscht. Der eine, der hier im Nahkampf war, Command, zieht sich auch wieder zurück mittlerweile. Gucken wir nochmal hier hin, hier könnte es nochmal interessant werden. Okay, Jay da noch was reißen kann. Die haben auf jeden Fall das erste Gebäude geklärt. Oh, das könnt ihr gehört haben. Ah, okay, okay, schade, schade. Oh, ich schmeck, das ist aber eine harte Nummer da, deine Deckung. Gele hier mit dem Feindfahrzeug jetzt. Oh, hier sind einige Opfer ausgeschaltet worden, tatsächlich. Aber hier leben auch noch ein paar. Spitfire immer noch am Leben. Und Philipp hier. Oh, holy shit, kurz. Oh, McDee hat mit dem Flank hier, aber Philipp mittlerweile schon down. Nur noch Spitfire jetzt hier am Leben. Hier mit dem MG-Feuer aus dem Feindfahrzeug von Gelia ausgeschaltet. Schönes Ding. Damit ist die Seite auf jeden Fall komplett genommen. Opfer da oben noch ohne Ende und natürlich am Objective jetzt dran. Rufe aber auch auf dem Vormarsch. Alecandero hier wieder außerhalb, alleine, aber schwer verletzt, so wie es aussieht. Drückt sich hier eine Bandage nach der nächsten. Oh, ob Nomi den sehen kann. Oh, Nomi, guck auf deine linke Seite. Oh, Nomi, direkt neben ihm.
Oh, hier die beiden. Nomi und Alekandero. Alekandero, holy shit, den Namen finde ich kind of schwierig. Hart nebeneinander. Gillian mit dem Feindfahrzeug kommt gerade an. So, Nomi, jetzt guck auf deine linke Seite. Er schießt. Nomi, auf deine linke Seite. Ja, genau. Nein! Nomi, was war das? Ah, er geht noch down. Alekandero geht noch down. Aber Nomi, das war ja ein bisschen Potato, ne? Weil das wollen wir so mal nicht gesehen haben. Ja, Opfer komplett da hinten noch verteilt. Last Man Standing da oben ist Reacher. Rest vom Buffer ausgefallen. Und Opfer hat natürlich hier komplette Kontrolle über das Gebäude. Und nach außen noch jede Menge Leute. Oh, Heddy, gleich wenn der Smoke weggeht, hast du glaube ich ein Problem. Ich glaube, dann wird Loffer dich da wegholen. Wo ist denn das 50 Kill von Gelia? Ah, er hat's abgelegt, glaube ich, ne? Ja, schade. Hätte man vielleicht auch mal mitfielen können. Noch ein bisschen nee, ins Gebäude reinheizen können. So, Gelia, piek da rüber, hol rund weg. Ah, Loffer ist down. Rund geht auch down, aber jede Menge Opfer noch hier. Jede Menge Opfer noch hier. Insgesamt 5 Stück zähle ich hier gerade. Tür geht auf. AI kommt. Oh, Ilde. Oh, ich glaube, da könnte Downgang sein. Durch die Tür. Schön gemacht. Jetzt muss die Tür auf. Tür geht auf. McDeard auf einer Seite. Gegen Dahlgreen, der hier auch ein ziemlich spitzen Winkel hat. Aber die AI ist, glaube ich, nicht schlecht. Skalman da in der Mitte noch. Oh, die sitzt gut. Er ist nicht down gegangen. Ich glaube es nicht. Diese AIs sind so useless, leider. Hilda auf der anderen Seite. Bedient sich da am Feind. Gelia und McD auf der Seite. Feind liegt da immer noch. Oh, Gelia ist schön weggeholt hier wieder. Sehr schön. Oh, die AE. Oh, die hat Gelia getroffen, glaube ich. McD fightet immer noch gegen Dahlgreen hier. Haben jetzt die Kontrolle wieder. Dahlgreen hier unten, glaube ich, der Last Man. Und da haben wir noch Xealot, der sich da noch Bandagen reindrückt. Tür ist zu. Was machen die anderen Opfer? Oh, die anderen Opfer rücken nach. Wir müssen mal kurz nach draußen schalten. Da kommt jetzt nämlich die Opferverstärkung von der Seite, die jetzt ordentlich nochmal hier Druck anmachen kann. Was ist mit Reacher? Ist leider ausgefallen. Oh, McDiot stürmt rein. Und Gelia? Oh, McDiot ist down. Ausgefallen gegen Xealot hier. Gelia jetzt außerhalb, glaube ich, auf der Seite, letzte Mann. Ufer hier noch im anderen. Ordentlich Support, aber die müssten mal helfen. Leider immer noch in die ganz andere Richtung. Teilweise zumindest. Könnten dir vielleicht noch ein bisschen mehr helfen. Upsala. Alexandero down hier, Numi down, Zay down, Jules hier mit dem Beschuss auf Joe Amp. Der die Hits gefressen hat. Jetzt haben wir immer noch Poke hier außerhalb. Interessant, interessant auf jeden Fall. Blueform momentan in der Kontrolle jetzt wieder. Der Des Objectives. Wir haben nur noch 3 Opfer, wenn ich das richtig sehe. Und jede Menge Blueforder noch. Dann hat Gelia auf jeden Fall gerade wieder ganze Arbeit geleistet. Und Xealot wahrscheinlich gekillt, wenn er nicht seinen Verletzungen erlegen ist. Gelia auf jeden Fall starkes Spiel heute. Sehr viele gute Leistungen, muss man ehrlich sagen. 3 Opfer noch. Wird interessant. Oh, Gelia, den hast du gesehen. Den holst du dir auch noch. Sehr schön. 2 Opfer noch. Ein Opfer noch. Paul Mulks ist down. Nur noch. Auch down. Nee, doch nicht down. Nur noch. Weiz. Last Man Standing gleich für Opfer. Ich denke mal, der Stalino wird down sein da hinten. Der bewegt sich nicht mehr. Letzter Mann ist Weiz. Awaits. Oder wie auch immer sein Name genau ist. Sorry, wenn ich die Namen von dem nicht so gut aussprechen kann von Leuten. Kind of manchmal weird, die
Namen? Könnt ihr gleich Gelia sehen, auf jeden Fall. Okay. Sehr ruhig geworden jetzt mittlerweile. Oh, das war Friendly Fire, glaube ich, gerade. Was? Ah, nee, das war hier auf Paul Mulks, der nochmal seine Leiche hier geschändet bekommt. Was? Auf wen schießt ihr? Warum macht ihr Friendly Fire? Macht ihr schon wieder Friendly Fire da? Ey, Kai! Willkommen zurück! Servus! Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. 10 Minuten Delay immer noch, Bro. I'm sorry. Oh, er kriecht vorwärts. Er will's auf jeden Fall hier noch machen. Gehen wir mal zum Abschluss in seine Ich-Perspektive und gucken wir es mal an, wie das für ihn gleich aussehen wird. Die letzten Minuten des letzten Überlebenden von Opfer. Oh, da sieht er jemanden. Das müsste Gelia sein, glaube ich. Gelia hat auch schon ordentlich gefressen. Ich denke, den wird er sich holen. Hat ihn da wieder gesehen? Oh. Da liegt einer nach. Da kommt die HE. Gelia! Gelia! Starke Leistung, der Typ. Sehr, sehr starke Leistung. Holt er den letzten Mann von Opfer weg, der zuerst geschossen hat. Also Gelia wirklich, muss ich sagen, vielleicht sogar der Mann des Tages heute hier auf Blue4-Seite. Destiny, wo schießt du? Ist keiner mehr. Ja, nice. Blue4 gewinnt, wieder mal. Also wirklich jetzt, es hat immer die Verteidiger gewonnen. Und dadurch war es immer ein Abschlag. Blue4 gewinnt. Die letzte Runde. Ende des Abends für heute. Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Lassen wir noch die Runde kurz zu Ende klinken. Der Server müsste gleich erkennen, dass alle Opfer down sind. Da hinten war noch einer bewusstlos, der jetzt auch down. Server schaltet, Opfer eliminated. Blue4 wins the round. Geil, wir sind noch Friendly Fire von Nico und Erik. Okay. Das haben wir gesehen. Nice, guys.